sind wieder auf Jagged Alliance unterwegs. Mit mir, mein Ich, mich und mein Kollege Void Main. Servus. So. Nachdem wir mehr schlecht als recht Fleethauen jetzt befreit haben. Da war eine Katastrophenrunde, da waren wir jetzt etwas unkonzentriert. Aber heute oder jetzt zur Abwechslung gehen wir in die Geister wieder. Das ist ein mehrteiliger Kampf. Je nachdem. Den zweiten Teil kann man nur nachts machen. Das schauen wir dann mal, ob wir das überhaupt machen wollen. Aber den ersten Teil, der ist der wichtigste, machen wir tagsüber. Und in diesem Sektor ist überall Minen versteckt. Deswegen wird Barry ihn überwiegend erkunden. Dort liegen noch ein paar Leichen. Und an diesen Leichen hat man eine verhältnismäßig hohe Chance, brauchbare Waffen zu finden. Hoffe ich doch. Wenn wir Pech haben, finden wir nichts. Aber wenn wir Glück haben, finden wir was. Und dann können wir uns noch Zugang zum Keller verschaffen. Über einen Geheimgang. Und dort können wir ebenfalls noch eventuell eine Waffe finden. Und mit Waffen meine ich brauchbare Waffen und nicht dieses Zweite Weltkriegszeug, mit dem wir jetzt immer noch überwiegend bewaffnet sind. Außer Barry, da hat jetzt eine MP5. Da ist jetzt im Kalten Krieg angekommen. So, dann wollen wir mal. Das Ganze ohne Debuff, ja? Das Ganze geht ohne Debuff vonstatten, Sir. Jetzt gehen wir erstmal in den Kampf. Zwei Scharfschütze. Ja, die sind aber alle in einem Haus drin, in dem, wo man gerade so schon sieht. Oh, und wir greifen von einer Seite an und stürmen dann das Haus auch, zumindest an einen Vorraum. Da sind nämlich keine Gegner drin, oder wir stürmen ihn nicht, wir schleichen uns da rein. Und der ist auch direkt neben unserer Zone, zu unserer Rechten, sehen wir den Vorraum, in dem wir uns verbarrikadiert werden. Die stehen überwiegend in der Lobby, im Hauptraum, wie man sieht. Und im ersten Stock. Die vom ersten Stock werden aber nach und nach runterkommen, wie unten der Kampf tobt. Das heißt, unser Ziel wird es sein, in diesem kleinen Vorraum Stellung zu beziehen. Die Gegner, die halt unten sind, so schnell wie es halt geht, umzubringen. Und danach mit Feuerschutz und gezielten Schüssen die vier Stück, die da oben rumstehen, umzubringen. Danach werden wir mit Barry erkunden gehen, denn wie gesagt, das ganze Feld vor dem Haus, der ganze Garten sozusagen, ist ein großes Minenfeld. Und leider, es gibt auch zwei Minen vor dem Eingang, deswegen wird Barry jetzt auch vorlaufen müssen. Warte mal kurz. Die Mine ist aber kaputt. Ja, die ist ein bisschen kaputt. Beschädigt. Und du willst, so wie du gesagt hast, hier kämpfen? Nein. Du hast mir überhaupt nicht zugehört, okay? Guck mal, ob es einen Weg nach oben. Nein, und das wäre auch nicht anzuraten, weil da oben sind Gegner. Wenn sie runterkommen, ne, hochzufrischen. Und wenn sie einzeln runterkommen, können wir sie abknallen. Und wenn du jetzt nach oben versuchst, einen Weg zu finden, es wird wohl einen geben von der anderen Seite, aber da musst du erstmal hinkommen. Wie gesagt, hier liegen überall Minen. Platziert. Einsatz. Locker einmal synchronisieren. Die übliche Synchronisationsparty. Ja. Start. So, dann gehe ich mal auf Schleichung. Ich sagte, ich gehe auf Schleichung. Kollegen und GTH-Taste. So, Barry schleicht sich jetzt hier vor und entdeckt diese Mine hoffentlich. Da hat er sie schon entdeckt. Gibt's hier hinten auch welche? Hier gibt es leider überall welche, aber wenn du nah an dem kleinen Häuschen hier an der Hütte sozusagen bleibst, solltest du sicher sein. Is an enemy over there? Oh, da ist jemand drin. Ja, die sind da oben drin, die kommen aber runtergerannt und wir gehen jetzt direkt ran. Hier sind jetzt keine Minen mehr. Und am besten versuchen wir uns in diesen Vorraum hier. Naja, es ist ja nicht wirklich ein Vorraum, aber in dieser Chill-Lobby sozusagen hier mal zu platzieren. Ach du meine Güte. Hier durchs Fenster kann man auch noch schießen für die Scharfschützin. Von außen, Balkon. Ich sehe jetzt Erdgeschoss, ne? Ich bin ja ohne. Ja, wir sind unten.
Du bist jetzt reingegangen. Ich bin jetzt reingegangen, ja. Das ist ja ein Ding. Und der da auf der Dings hat dich nicht entdeckt hier. Ah, nee, nein, oben. Die können uns auch jetzt nicht mehr entdecken, weil wir logischerweise jetzt unten sind. Und da kann nicht durch Wände gucken, noch nicht durch den Boden. Mhm. Die werden uns entdecken, sobald wir das Feuer eröffnen. Und dann werden sie die große Treppe in der Mitte runtergerannt kommen. Mir wäre es recht, wenn ich die oben jetzt nicht sehen würde. Wie ist die Optik bei dir? Ja, dadurch, dass Livewire jetzt halt die Infos hat, sehen wir alle Gegner. Aber das kann man, da gewöhnt man sich dran. Okay, gut. So, dann hast du ja wohl deine positioniert schon. Ja, ich kann aber auch noch umsetzen. Also wie gesagt, Boons würde ich außen auf dem Balkon platzieren, sodass ich durchs Fenster schießen kann. In die Tür rein. Okay, verstehe. Looking for stealth kill position. Genau. Das ist doch nicht wirklich ein Balkon, das ist mehr eine Terrasse oder was auch immer. Achtung, irgendjemand wird entdeckt. Igor. Igor muss sich mal verpieseln. Yes? Was für eine super, super Möglichkeiten hier. Okay, gehen wir mal davon aus, ich hätte die ersten drei hingesetzt. Dann würde ich sagen, bleibt der Colt genau dort, wo er ist. Und nein, du gehst ans andere Fenster, würde ich sagen. I will try to remain hidden. Quietly? Like this? Trying to be quiet. Okay, und lieber Colt. Das steht eigentlich gar nicht schlecht, das steht ein bisschen außerhalb der Feuerreichweite. Wir sollten auch keinen in der Feuerlinie von diesen fünf Männern da stehen lassen, die können ruhig hier reingerannt kommen. Ich werde auch mit Igor demnächst kurz die Tür öffnen gehen, hinschleichen und schnell wieder zurück. Dann mach mal. Igor hat gar nicht geschlichen, merke ich gerade. Das ist auch der Barry auch nicht, die sollten aber alle schleichen. Das habe ich jetzt wieder getrieben. So, schleichen alle. Okidoki. So, ich öffne die Tür und dann kann Bunz eigentlich. Den ersten. Da kommt schon ein netter Scharfschütze und bietet sich doch glatt an. Oh, jetzt geht er wieder weg. Oh, da kommt der andere Scharfschütze. Aber der ist gerade in Deckung, den triffst du nicht. Jetzt triffst du ihn eventuell. Ich will ihn nicht treffen jetzt. Ich warte, bis er wieder hier ist. Das wird der andere sein, der hier. Ne, das ist ein Marodeur oder was auch immer. Ja, guck, dass du einen gut erwischt, das sollte dann auch nach Möglichkeit sterben von dem Schuss. So, so, der geht nur links und rechts eigentlich. This will be trivial. Der ist gut. Kommt er wieder zurück? Jetzt kommt da eine Scharfschütze genau vor die Tür. Jetzt geht er wieder weg. Zack, auf Wiedersehen. So, das hat jetzt alle alarmiert. Naja, die kommen gerannt. Bin mir jetzt nicht sicher, ob die. Die wissen, glaube ich, noch nicht, wo wir sind, weil Bunz schleicht noch. Mhm. So, dann wird Barry allerdings jetzt auf sich aufmerksam machen müssen. Fürchte ich. Oder auch nicht. Noch, nee, noch nicht. Ich glaube, ich nehme Igor jetzt erstmal. Okay. Was macht Igor jetzt? Der hat Vogelschuss gemacht. Der hat wieder Schrotflinte geschossen und hat auch einen umgenietet.
Und geht jetzt schon wieder in Deckung. So, Barry, machst du irgendwas oder nicht? Barry geht ein Feld vor, da ist immer noch außerhalb der Sicht weiter. Und gibt Feuerschutz mit seiner tollen MP5. Und Lifewire macht genau das gleiche. Trying to be quiet. Ja, eben die steht jetzt ein bisschen gefährlich. Vielleicht sollte er an die Tür gehen, nicht dass der Lifewire und Cold fett in den Arsch schießt. Bei seinem Versuch, die Feinde zu treffen. Ja, hier geht's ja auch. Geht. Allerdings ist er dort wieder in Feuerlinie. Ja, ist halt so. Nee. Da steht er in Feuerlinie. Vielleicht sollte er einfach in Deckung gehen. Der eine sieht ihn jetzt, wird eventuell drauf schießen. Aber wenn er in Deckung ist, trifft er ihn in der vollen Deckung höchstwahrscheinlich nicht gescheit. Deckung. Ja, ich meinte mit Deckung eigentlich das Schild. Dann geht er nochmal in die Hokeruna und sucht sich richtig, verschanzt sich quasi richtig, so sehr schwer zu treffen ist. Taking cover. Mach ich mal, damit ich das auch noch mache. Genau. Der Feind kann ihn jetzt nicht mehr gescheit anvisieren. Die einzige, die noch 4 Punkte hat, ist die Buns. Ja, dann wird sie nicht viel anfangen können, außer vielleicht, wenn sie einen pinnen kann. Ich muss draufklicken, hast du gesagt, und dann ihn anpinnen. Ja. Muss ich auch wieder verkleinern? Kannst du nicht, weil du keine Aktionspunkte machst. Also nur dessen, dann Oberkörper, ne? Klar. Ja, zum Beispiel. Die Arme. Ich nehme Oberkörper. Gut, gepinnt. So, dann bereit. Bereit. So. Cold hat getroffen. Lifewire. Naja, sagen wir mal, einigermaßen getroffen. Genauso getroffen, nur ein Punkt weniger. Auch ein Punkt weniger getroffen. Der hat irgendwie gegen die Wand getroffen. Ja, hat er. Da kommt ja noch der hat flankiert uns. Gar nicht. Och, Barry. Von oben kommt. Oh, da oben ist ein Chief Master. Rennt, rennt. Yes? So, den kann ich, wenn du willst, mit der Schrotflinte komplett erledigen, aber will ich gar nicht, weil mit der Schrotflinte will ich jemand anderen erledigen. Den links. Nämlich den Kameraden hier. Sehe ich ihn auch von hier? Ja. Nochmal. Gute Nacht. As good as done. Das sind jetzt die Gegner hier. Kriegst du? Wenn well, kriegst Annie. Du? Looks like you got your gun. You know, from the musical. Ich würde mal einen anpinnen. Do you like musicals? Geht nicht, doch geht. Angepinnt. Ich werde, um ehrlich zu sein, jetzt mich mit Lifewire ein bisschen weiter vorbewegen. Aus dem einfachen Grund, dann kann ich hier Feuerschutz machen auf die Treppe. Ready to, do stuff. Barry, deswegen hast du vorbeigeschossen. Du hast gar kein Schussfeld. I guess. So, kann ich? Du kannst, ich mach jetzt erst noch schnell mal. Bis zur Treppe krieg ich's nicht hin. In my sight. 0-0-0. That was so cool! I wish I could shoot like that!
Barry hat den Scharfschützen erledigt. Ja, nur noch bereit, Mission. Bereit. Aber. Bereit. They are slaughtering us! Schade. Live-Feuer wie immer. Rumballern! Aber die sind auch nicht. Oh, Live-Feuer! Naja, der hat auch nicht besser geschossen. Ah ja, klar, der Blickwinkel. Naja, 4 Schaden unterdrückt. Du bist jetzt unterdrückt. Das heißt, du hast jetzt weniger Aktionspunkte. Noch ist aber MD present. Ich könnte jetzt weiter mit Igor vorgehen wieder und Schrotflintenschuss reinsetzen. Wenn ich die wieder Schrotflinten treffe, gelten die nicht mal als gedeckt und sind verletzlicher und haben einen Blutungseffekt auf sich. Aber ich will den anderen. Und Rückzug. Sauber. Da liegt auch. Live vorher. Weißt du was, dein Deckungsfeuer war nicht sonderlich effektiv. Ich sehe allerdings, dass dein Feuern auch nicht viel effektiver ist. Du, ich bin dran. Yes? So, ich habe Barry noch vorgemacht. Aber hast du Dings gemacht? Sperrfeuer? Ich mach Deckungsfeuer, ja. Mit Barry, falls er runterkommt. So. Moving to position. Aiming. Ich sehe ihn. Ja, du siehst ihn. Und du bist leicht außerhalb deiner Optimalreichweite. Wenn du zielst, zweimal triffst du ihn vielleicht. Du meinst mit Einzelschuss? Sowieso Einzelschuss auf die Entfernung. 7 AP. Overcover. Wobei, der Winkel zum Kopf. Getroffen, 22 Schaden. Und Blutung verpasst. Sau gut. So, MD present. Und MD geht jetzt an die Stellung. Ach, alles klar, ich seh's. Du gehst hier rüber. Siehst ihn auch. Da hat die gleiche schrottige Waffe im Moment noch wie Lifewire. Ne, Igor hat eine Schrotflinte und ein Gewehr. Lifewire und er haben noch die MP40. Wir müssen dringend eine bessere Waffe geben. Weil die sind eh schon schwach im Schießen und wir haben auch noch die schrottigsten Waffen, aber das ist klar. Guten, die brauchbaren Waffen haben wir denen gegeben, die was treffen. Got it. I'll shoot at anyone I see. So, bei mir sieht's aus, ich hab noch 5 Punkte mit der Babe. Kannst du den pinnen da oben? Wahrscheinlich nicht, ne? Ne, du siehst ihn nicht. Warte mal, was kannst du das pinnen? Ah, du kannst gar nicht. Dann bereit. Die könnte in Deckung gehen, wenn sie will, aber die wird eh nicht befeuert. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass er auf die Bund schießt. Sag niemals nie. Ja, ich geb was schon, würde ich auch sagen. So, da versteckt sich da hinten einfach nur. Oh, da kommt ja noch ein Marodeur runter. Und noch 2. Yes? 2 zum Preis von einem. So, jetzt hat sich allerdings hier der Herr Kult in den Weg von Igor. Igor, aber Igor stürmt jetzt auch. Igor will an die Front. Igor geht jetzt vor bis an die Säule da. Nachdem er dort angekommen ist, schießt er mit seiner schönen Schrotflinte. Die Treppe weg. So stark ist die Schrotflinte da wieder nicht. Ich habe nicht gut getroffen, aber er hat eine Blutung jetzt. Barry könnte auch vorgehen und eine Granate schmeißen. Was hältst du davon? Nee, das ist eine schlechte Idee. Dann kann er sich nämlich nicht mehr ducken. Er könnte aber vorgehen, schießen in der nächsten Runde, wenn es drauf ankommt, eine Granate schmeißen. Die 2 haben viel Leben. Nutzen wir das ruhig ein bisschen. Da wird er allerdings nicht schießen, sondern going right now.
Oder gar nichts machen jetzt. Live vorher, was mache ich mit dir, du Tröte? Nix wahrscheinlich. Nix, in Deckung gehen. Ready to do stuff. Warum nicht? Da wollte ich hin. Mit dir jetzt. Wolltest du da hin, wo die Livewire ist? Going there? Jetzt mal der Gustav. You mean right now? Der lenkt hier rein, bitte. Naja, muss nur aufpassen, dass du nicht aus der Deckung rausgehst zum Feuerschützen. Alles klar schon. What next? Buns. Buns, kann die was machen von dort, wo sie ist? Vielleicht trifft sie ja dann einen Marodeur in den Kopf. Nee, das geht nicht, die sind rot. Ja, rot ist gut. Rot bedeutet, sie hat volle Sicht auf ihn. Easy. Und sie hat aber nur den Kopf im Visier. Aber wie gesagt, ist eine Scharfschützin, die hat ein Zielfernrohr. Sie hat ein Gewehr. Er ist leicht außerhalb der Maximalreichweite. Nein. So nicht. Ich wollte erst der Gedanke. Changing position. Kann ich ihn in der Ober treffen, oder? Ja, der Kopf steht ja über dem Gelände raus. Oh ja, okay. Pay close attention to my form. Immer noch? Ja, ne? Kopf ist erzielen frei. Erzielen würde ich aber schon. Kopf ist frei. Ja. Und das mit dem Wall ist zu. Genau. Also, das war schön. Das ist aber knapp. Treffer. So, noch zwei Leute. Und Feuerschutz ist gesetzt. Bereit. Okay, bereit. For the Major! Kill them for our bullet! Barry schießt alles vorbei. Ich krieg Colt besser hin. Leider nicht. Das ist super. Komm, Barry, triff ihn. Jawohl, ja, gut. Und jetzt Colt. Schwerer Verletzter. Ah, fast tot. Und hat schießt zurück. Marodeur schießt auf Barry. Boah, Alter. Ah, halb so wild. Hätten wir jetzt mit dem Mod gespielt, wäre er jetzt deutlich schwer verletzt. Woran ist denn jetzt gestorben? War ein Altersschwächer? Der hat geblutet. Ja, der hat geblutet. Ja. So. So, wir sind dran. Ich würde sagen, das ist jetzt ein astreiner Job für Buns, wenn sie dann da oben trifft. Ja, aber ich glaube, kriegt sie denn? Das ist halt jetzt so eine Frage, ne? I don't have a good shot. Okay. Ich schließ. Schließen. Schließen erlaubt er nicht. Synchronisieren auch nicht. Wie sieht's bei dir aus? Klick, ja, ich konnte schließen. Klick mal auf den Bildschirm, was ist denn jetzt wieder kaputt, Alter? Ich hab auch so ein Geräusch im Hintergrund die ganze Zeit. Ich glaube, dein Spiel halt hat sich auch. Ebe. Ebe. Jetzt hab ich allerdings Spiel vom White Raven pausiert. Alter. Wie das? Oh mein Gott, was ist denn das für ein Rotz? Meine Güte. Bist du da? Ja, ich. Nee, also ich. Keine Ahnung, was da jetzt gerade passiert. Ich bin komplett gedesynkt. Richtig. Nee, ich bin schon noch im Spiel, aber das Spiel ist pausiert. Okay, warten wir mal gucken, was passiert ist. Alles ist an. Läuft. Da ist live alles. Soll ich mal einen Schuss absetzen? Kannst du? Ja. Jetzt hat es wieder. Ja, jetzt hat es wieder. Einzelschuss, wer ist es denn? Mit wem überhaupt? Colt. Jetzt. As good as done. Genau, Bunsi. Oh, da ist schon. Ich muss mich nicht bewegt. Ah, oh, das ist cool.
Treffer. Auf Wiedersehen. So, das war der Kampf. Jetzt, wie gesagt, gucken wir mal, was die Leichen Schönes haben. Eine Hose. Nehmen wir doch. Sure. Munition Warschauer Pakt. Nehmen wir auch. Ah, das hat doch gefehlt irgendwo, ne? Sure. Ja. So. Deine plündern mit Colt. Ich habe Medizin gefunden. Let's move. Das lasse ich hier drin. Das kannst du entweder aufheben oder später im Sektorversteck. Das ist ein sehr wichtiger Ding. Ein Mikrochip, den braucht man für die besten Erweiterungen. Und ich habe eine Beretta 92F, die nehme ich jetzt erstmal mit. Wer weiß. So, gehen wir erstmal hoch und Barry wird dann den Vorhof von Minen weitestgehend befreien. Danach. Was ist das? Affirmative? MD present. Heading out. Let's go. Noch mehr Medizin. Kampfstimulanzen, die benutze ich nie. Okay. Gehen wir mal darüber. Soll ich raus von hier? Auf keinen Fall in den Vorhof rennen, sonst explodierst du. Hast du da hinten das geplündert? Mit MD? Warte mal. Ich bin gerade noch dabei. Schleifstein für Nahkampfwaffen, den brauche ich nicht. Ah, doch. Ich gehe jetzt wieder ins Erdgeschoss, in die Aula sozusagen, mit meinem Trupp, und dann gehe ich mit Barry vorsichtig Minen entschärfen. Michael hier. Come on, Barry. Hast du nicht geplündert? Doch, das habe ich geplündert. Da ist Krempel drin, den ich nicht brauche. Was machen wir mit Schleifstein? Damit kannst du ein Messer anschärfen. Dann. Aber wir können es nicht verkaufen oder irgendwas. Nee. Soll ich es drin lassen? Also ich hab's drin gelassen, ich brauch's nicht. Ich auch nicht. Barry, willst du doch mal eine Mine entdecken? Danke. Let's move. Öffne mit Tools. Guck mal, der erste Soldat hat jetzt leider keine Waffe, aber ein volles Set an Rüstung gehabt. Das holen wir uns dann später über Sektorversteck. Sure, we'll get there. Okay. We got this. Irgendwie sind hier sehr wenige Minen. Ich weiß jetzt nicht, woran das liegt, dass so wenige sind. Ob das am Schwierigkeitsgrad liegt oder was? Keine Ahnung, ich hab dich mal ins Bild genommen. Und wir haben eine M14 gefunden und das erste gescheite Sturmgewehr. Das holen wir uns auch, das muss noch repariert werden. Das holen wir uns auch über Sektorversteck später. Jawohl. Schnappi, schnappi, schnappi. Weg ist der Papi. Also du bist gerade draußen, räumst die Minen ab und tust gleichzeitig plündern. Ja. Barry, nicht so voreilig. Normalerweise kann man hier diesen Hippo da begutachten. Jetzt sammelst du halt ein und nervt mich. Aber was spucken hier. Achtung, der reiert gerade. Ja, ich kapiere jetzt auch nicht, warum die Quest hier nicht aktiviert. Nee, besser noch nicht. Hier gesagt, wir wollen noch Minen. Ah, ich weiß warum. Ich muss zuerst die Tür da begutachten. Begutachte mal. Hä? Ist das nicht mehr? Ist das nicht mehr aktuell? Wo das ist? Ich sehe hier auch gar keine Tür, das ist zugemauert. Kriegst du mir eine Granate auf? Muss sich was verändert haben. Ein anderer Weg. Entweder haben die da was umgepatcht oder. Ich habe schon lange nicht mehr gespielt. Da sind etliche Patches durchgegangen. Offensichtlich hat sich hier was geändert. Hahaha.
Du hast ja gesagt gehabt, das Gemecker war groß. Ja, dann sagt, glaube ich, nichts. Vielleicht muss man jetzt auch wirklich zuerst nachts hierher kommen und den Typ erwischen. Das kann schon sein. Oh, eine Glock 18. Ja, die nehmen wir uns später. Das hier, das nehmen wir uns auch später. So. Oh, oh, Mine. Oh, da unten ist noch was. Aufpassen. Das ist den Weg in ein anderes Gebiet. Nee, ich meine den Typ. Nee, zum Aufheben, noch oder? Eine Mine. Ja, das, da habe ich schon, da hat eine komplette Rüstungssatz. Das habe ich gesagt, das holen wir uns. Ach, dann gleich bei der gewesen. Ja. So. Es gibt erstaunlich wenig Minen und während ich das sage, spreche ich mich fast in die Luft. Hoppala. Das war der Test, damit man weiß, wie man es nicht macht. Dann noch einer. Also. Wir müssen höchstwahrscheinlich, das ist allerdings schade, dass wir das müssen, aber es ist wohl so, nachts hierher kommen. Aber bevor wir das tun, ist einer verletzt? Nein. Nö, wir sind gut durch, bis auf den Ja, ja, und Colt hat auch ein bisschen was bekommen, aber keine Verletzungen in dem Sinne, sondern nur einen kleinen Streifschuss abbekommen. Also, Blutmain. So, ich hab jetzt eigentlich hier. Wow! Eigentlich hast du hier. Wow! Miau, hätt's fast gemacht. So, wir rennen hier trotzdem nicht mit den anderen Charakteren rum, sondern wir machen das jetzt über. Alter, zwei Stück! Das ist halt schwer, alle zu finden. Ja, dafür brauchst du einen Mega-Detektor. Hast du den jetzt freigemacht, du? Da. Was? Ich komme jetzt zu euch. Jetzt gehen wir in das Sektorversteck. Und wenn wir wollen, können wir. Können wir? Oh, da habe ich eine Mine übersehen. Egal. Können wir warten, bis es Nacht wird und dann die Quest weitermachen? Ja. Aber dazu müssen wir erstmal in die Sektoransicht, in die Satellitenansicht. Okay. So, als erstes gehen wir in den Sektorversteck. Ich hoffe, dass das ein Flieger ist. Hm? Das muss aber ein großer Flieger sein. Warte mal, es wird gerade windig. Ja, es müssen Flieger gewesen sein. Alles klar. Ich hab gedacht, Gewitter. Hallo? Hallo. Ich hab mit dem Gewitter gerade gerechnet, deswegen. Okay. Ja. So, also Sektorversteck. So, wir haben eine M14, die muss ich noch reparieren. Und die werde ich dann auch upgraden, so gut ich kann. Und dann kriegt einer das. Einer, das wird Colt sein, nehme ich an. Statt der AK eine gescheite Waffe. Aber erstmal muss sie repariert werden. Wobei, upgraden könnte ich sie jetzt schon. Ja, danke. Wir haben immer noch die einen kleinen Sack mit einem Stück Franken. Ja, das braucht man dann später eventuell. Oh scheiße, jetzt habe ich vergurkt. Come on. Kriegst doch hin jetzt. Hast du was Schönes angebaut? Ich versuch's gerade, aber irgendwie reagiert das Spiel nicht mehr auf mich. Na gut. Soll ich raus? Soll ich, bin draußen. So, ein verlängerter Lauf, ein Zielfernrohr. Mehr kann ich im Moment nicht, weil uns die Waffenteile ausgegeben. Das ist auch okay. Es ist besser wie nix. Na dann. Die Glock 18 brauchen wir die. Nee, nicht wirklich, die zerlege ich. Kann man das zerlegen? Nein. Nochmal zerlegen und nochmal zerlegen. Was kommt dann zum Schluss raus? Staub? Sternenstaub. Ich wollte eigentlich noch unbedingt hier das da drauf bauen. Was ist denn das?
Das ist ein. Das ist aber ein blöder Name, Rückstoßverstärker. Was es in Wirklichkeit macht, ist, dass du, wenn du im Salve-Modus schießt, zum Beispiel, wenn du was überwachst, einen Schuss mehr abfeuerst. Okay, ein Doppelschuss. So. Jetzt müssen wir mal ein paar Operationen machen, und zwar Gegenstände reparieren. Das passt ja. Okay. Dann mache ich das mal schnell und wir reparieren diese Waffe und wir reparieren auch gleichzeitig ein paar Rüstungsteile von uns. Nein, tun wir nicht, weil wir nicht genug Teile haben, offensichtlich. Dann machen wir das halt so. Wie machst du das? Ja, die Zeit läuft schon, passt schon. Tick, 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 tick. Oh ja. Wir sind jetzt nachts, jetzt gehen wir zurück in die Taktikansicht. Die Taktikansicht rein also, ne? Ach, da bist du schon. Jetzt habe ich vergessen, dir das Gewehr zu geben, super. Müssen wir dann noch gleich machen. Ach, fuck off. Schließen wir es gleich. Diesen. Haben wir gerade mal synchronisiert. Jetzt pass mal obacht, hier rennt jetzt so ein Ghost oder Geist rum. Den müssen wir jetzt anschwatzen, dann mache ich mit dem Barry, falls da noch eine Mine ist. Der ist draußen unterwegs? Ja, hier. Flieh! This place is cursed! Run while you still can! Jetzt öffnet sich das Sechser. Okay. Ja, das war schon immer so, im Endeffekt. Aber jetzt kann ich, früher konnte man das auch vorher untersuchen. Das Handy wohl rausgenommen. Ich glaube, schon Gegenstände zum Mitnehmen dann. Ja, leider gibt's die jetzt nicht mehr. Jetzt pass mal auf, ich muss dir das Gewehr geben, weil jetzt folgt ein relativ schwerer Kampf. Okay. Das sollten wir auch vorher im Backup machen. Und safe, aber zuerst gebe ich dir das Gewehr, das Blöde. Außerdem. Ich tu mal hier ein paar Sachen fallen lassen. Einfach, die kannst du auch so aufheben. Die liegen hier jetzt auf dem Boden. Als Rucksack. Hab ich. So. Falls du Rüstung noch brauchst, irgendwo mit irgendwem. Und auf jeden Fall das Gewehr nehmen. Das ist deutlich besser als die AK. Aber das ist für unseren Freund hier, ne? Ja. Für Kohl, wolltest du ihm nicht noch eine Pistole machen? Nö, für was? Okay. Hose, das Fett hat er. Jetzt geht's wirklich zur Sache. Der hat eine gute Rüstung und sie hat überhaupt nichts. Außer die Brille. Ja, die sollte die Rüstung, die da liegt, ansehen. Erstmal. Ich würde mal sagen, die kriegt erstmal diesen Oberteil. Und die Hose gebe ich unserem Heiler. Der hat 42%, den müssen wir noch reparieren, gell? Ja, wir haben keine Bauteile mehr, weil ich das alles für das Gewehr ausgegeben habe, für Kult. Aber hier können wir was Ersatzteile machen. Aber der hat noch ein paar Teile drin, ne? Ja, die sind jetzt verloren im Endeffekt. Wir können aber die Munition rausnehmen. Entladen. Aber warte mal, hier stand noch was. Modifizieren oder Schrott, 10 Teile. Und beim Modifizieren kriege ich die nicht raus, die Dinger? Nein, nein. Okay, alles klar, dann lasse ich es einfach so jetzt. Teile hätten wir können die verschrotten. Ja? Ja, wir brauchen die nicht. Wirklich nicht. Wenn du das sagst, mache ich das fertig. Ja. Jetzt ja. Ist es aber weg. So, jetzt machen wir folgendes. Wir machen ein Safe Game. Da heißt Backup. Ich weiß nicht, ob wir den Kampf schaffen, wenn ich ehrlich bin. Speichern, ne? Mhm. Backup 1, wo ist das? Wir haben, glaube ich, noch ein Backup. Sicher? Ja. Ich habe noch ein Backup gefunden. Ah, ne, da ist Backup 2. Und ja, den. Sieht geil aus. Möchten Sie, will ich. So, jetzt machen wir folgendes. Ganz vorsichtig bewegen wir uns jetzt raus hier. Wir bewegen uns ganz vorsichtig raus hier, so wie du. Ja. Nur, dass ich alle mir schnapp. Michael hier. Sure. Barry geht jetzt dieses Nilpferd hier aktivieren.
Ich geh mal zu den Jungs. Ja, die springen alle übers Wasser. Hat er schon gemacht. Was gibt's hier noch? Gibt's hier was zu plündern? Hast du noch was gefunden? Nein, Karte terminieren. Karte terminieren, genau. Und jetzt bewegen wir uns alle vor diese Kellertür. Im Schleichmodus oder was? Nee, ne? Nö. Die Gegner kommen erst, wenn wir unten Gespräch gemacht haben. Jetzt will ich noch mit Barry eine Sache machen, nämlich dahinter zu diesem Truck gehen. Hier liegt auch noch eine Mine, die will ich entschärfen. Das ist ein alter VW-Bus. Dann will ich nur untersuchen, damit wir auch genug Beweise haben, was der Geist hier treibt. So, und jetzt können wir auf Reisen drücken. Ja! Es wird wieder Grise im Keller, da wird's heller. Im Dunkeln lässt munkeln. So, bereit, und aber jetzt nicht vorrennen zu dem Typ, noch nicht. Denn vielleicht können wir hier. Michael hier. Aha, wir haben eine zweite M14 gefunden. We're moving? We're moving. Leider nur M14. Hast du mir die Waffe gegeben? Ja, ich habe noch eine gefunden. Nehmen wir erstmal mit. Nicht die Scharfschützengewehr, was du machen wolltest. Ich habe keins gefunden, ist das Problem. Ach, Mann, ey. Ich habe hier nur so ein blödes Ding gefunden. Da gucken wir mal, was wir damit machen. Das war jetzt eine extrem armselige Ausbeute, gebe ich zu. Leider, kein Maschinengewehr, das hätten wir jetzt gut gebrauchen können. Naja. Lasergranatenwerfer gekriegt. Ja. Ja, Lasergranatenwerfer, genau. So, okay. Sure, we'll get there. Okay, jetzt können wir zu diesem Fuzzi da gehen. We're going, right? Und dann. Da ist der Geist. Das ist der Geist, ja. Der legt uns doch rein, wie bei Scooby-Doo ist das. Du legst also diese Minen. If it weren't for you meddling kids. Right up until the Legion finally catches you, then you will be a ghost. This is my home, and I will defend it as I see fit. Now leave! Leave! Was hat er mit dem Igor? Have you? Maybe I should consider. Ach ja, vielleicht. Wait, do you hear that? Das war eine Folge. Dort sind noch mehr von ihnen. Ghost or human? We know you're inside. Come out. So, jetzt müssen wir raus und eine relativ heftige Truppe erledigen. Hätten die Mine die auch nicht platt machen können? Die habe ich schon 10.000 Mal versucht. Die rennen nie in diese scheiß Minen rein. Die stören nur mich. Immer. Okay, alles klar. War die Frage wert also. Kann man in das kleine Quadrat da reisen. Es wird wieder raus und jetzt wieder hell oder was? Synchro. Stimmt auch. Doch, doch, alles stimmt. Wir müssen jetzt hier von dem kleinen Feld genau vor dem Eingang alle unsere Männer platzieren. Da ist er. Ich glaub's ja nicht. Da rein. Ja, und die kommen jetzt von allen Seiten gleich, aber überwiegend erstmal von vorne und von links. Einsatz. Warte mal. Oder warte. Verkauf schließen. Schließen. Da kommen sie echt. The famous ghost of the mansion. Just a silly old man. I knew it all along. Yeah, right. That's why it took you half a jug of moonshine to bring you here. Shut up, Joe. Hey, you. Give us the treasure, and nobody will get hurt. Get away from here. Oh, there is no treasure. Then I guess we'll just have to kill you and take whatever we can find. We are Ghostbusters. Yeah, Ghostbusters. What are you looking at? So. Gut. Zwei Schrotflintenträger und ein Gangster. Gleich vor der Nase. Ja. MD present.
So, jetzt müssen wir uns absprechen. Wer nimmt welche Deckung? Deckung ist knapp. Ich würde gerne Igor vorne an dem Baum sitzen, damit er mit der Schrotflinte die beiden Wichser anschießen kann. Warum kann ich hier nicht? Das war's. Ich kann nicht links, ich kann nicht rechts, nix. Ich kann kein Q, ich kann kein E. Halt. Okay, also wenn du dem... Ja, jetzt macht das komisch. Ich habe gerade ein Dings gehabt. Alles gut. So, das heißt, der Baum. Vorne, ich bewege ihn mal hin, damit du siehst. So, ja. Wie du siehst, da sind noch mehr. Da ist auch ein zwei Maschinengewehrschützen. Das ist der abgesägte Baum, was du meinst. Ja, im Endeffekt, ja. Gut, ich tue... So, bevor ich jetzt diese tun wir alle bewegen. Ich würde MG am liebsten mal in Sicherheit bringen. Ich bringe Barry ein bisschen in Sicherheit, wenn ich ehrlich bin. Ja, mach. Das war hier hinten. Da könnt ihr jetzt technisch gesehen eine Granate schmeißen auf die zwei Idioten. Okay. Man erkennt schon wieder so schlecht, was wo was ist. Nett? Warum springt der darüber? Weil du das hast. Ah. Damn, da hört's! Was haben wir hier? Hier haben wir. Was für ein Schutz ist denn das? Na, dann hier hinter nix. Okay. Ich krieg unser. Da oben kann keiner hin, ne? Nee. So wie du gesagt hast, es ist wirklich knapp. Going there? Gehst du mal dahin? You mean right now? Die zwei Affen da vorne. Ach, da will ich noch nicht. MD muss ich noch ducken am besten. Also in die Knie gehen. Weil da steht noch. Good. Kann ich jetzt noch was machen? Jetzt kann ich nur noch schießen. Warte mit dem Schießen. Weil die zwei, die schießen zurück. Das ist im Moment nicht so schlimm, weil auf die Entfernung treffen sie ihn nicht. Yes. Aber platzieren wir erstmal alle. Und? What do you want? Ich hätte ein paar Beweglichkeiten mehr geben sollen. Aber du bist auch dort hinten, ne? Wie sieht's hier aus? Und? Ach, was ist mit dem hier? Dem kleinen Fleck hier? Da kommen die Bunden. Da komme ich natürlich. Doch. Dreh mal die Karte. Doch, kommst du. Nee, kommst du nicht hin, scheiße. Hier komm ich hin, aber da nicht. Aber ich kann die Live-Wire dorthin bewegen, dann hast du die Seite hier frei für dich. Soll ich? Nicht gut. Beweg mal die Live-Fire. Ich müsste, wenn schon, dann hierher gehen, ey. Du musst auch nicht unbedingt schießen, du kannst auch ins Gelbe rennen. Da hätte ich über den Arzt drüber schieben sollen. Nee, ich will Initiative ergreifen. Ich bin mal hier jetzt. Mhm. Ich bewege jetzt noch yes. Kult. Der steht allerdings noch, ne? Sie auch, ne? Bunz steht halt noch, ne? What do you want? So, okay. Yes? So, und du? Scheiß alles. An dem Baum gibt's zwei Deckungsplätze, links und rechts. Vielleicht sollte Colt zu Igor rennen. Igor ist da hier. Ja, an dem Baum gibt's zwei Plätze, die volle Deckung bieten. Aber dann bist du doch da vorne schon. Ja, ich kann ja nur vorschlagen, weil dann halt noch eine volle Deckung ist. Oder er kann sich auch alternativ einfach auf den Boden werfen und schießen. Wir sollten schon Kreuzfeuer machen, das ist schon. Aber irgendwie ist da echt null Platz. Hier ist auch nichts.
und hier wäre cool gewesen. Aber da ist er, ne? Ja. Und hier oben ist gar nichts. Was ist denn das eigentlich hier? Lass mal gucken. Ist nur eine Erhöhung, ne? Klick mal an kurz. Böse. Keine Deckung. Ich schieße jetzt mal mit Igor den Messer Fritzenplatt. Rote Deckung, ne? Hast du ein Blatt gemacht? Ja, wenn wir jetzt noch den Schrotflintenschützen irgendwie erledigen könnten. Wird allerdings schwierig, weil wir nur noch MD haben, der könnte noch einmal schießen. Moving to position. Ready to shoot. Denk mal, dass er steht, ne? Jetzt aber nicht mehr. Ja, jetzt passt's. Hast du den Kopfschuss verpatzt? Nee, ich habe mit der Schrotflinte mit verletzt und der andere ist gefallen. Unterleib eventuell, dann ist er unterdrückt, wenn du triffst. Armer doch. Keep pressing! Kriegst du jetzt noch einen Schuss mit dem Arzt raus? Auf ihn? Vielleicht trifft er, vielleicht auch nicht, wer weiß. Da ist er schon in Deckung und kann nochmal schießen. Da kannst du nicht mal zielen, aber. Okay, jetzt können wir Oberkörper nehmen. Ja, ja. Das steht ja da schon. Okay. Getroffen. Nee. Okay, Bunz, kann die noch was machen? Nee, ne? Die Bunz, ja, genau. Weißt du, was die Bunz machen sollte? Die sollte sich auf den Boden schmeißen. So? Nee, hinlegen. Einfach nur hinlegen. Ja. A ist die dann genauer beim Schießen und B ist die schwerer zu treffen. So, mehr können wir nicht. Anvisieren? Kannst du, und zwar, wenn du den da hinten siehst, dieser Schrotflintenschütze, der hier hinten schießt, ja, der hintere aber. Der wird sowieso zum Schuss kommen, der andere vielleicht nicht. Also den Stark kann ich machen? Ja. Den meinte ich. Steady, does it? Nicht den. Den mit dem Messer, ne? Ja. Kann ich irgendwas verkleinern noch? Nee, kannst du nicht. Okay, das heißt? Einfach in den Oberkörper rein. Der wird eh angerannt kommen. Okay, das so, jetzt ich, hoffen ja. Wir mal, dass Leichtfeuer mit ihrem scheiß Deckungsfeuer den trifft, aber ich glaub's irgendwie nicht. Okay, wir machen 1, 2, 3. Bereit. Now you see how we deal with your kind around here. Oh. Ja, das war schon mal ein guter Schuss. Ich hab's nur rattern gehört, gell? Nett. Ja, super Livewire. Der Igor hat er unterdrückt. Spread out. Scheiße da. Oh, mit dem Messer hat er was gemacht. Zwei Muscheln. Oh, 39 Schaden. Uiuiui. Maschinengewehrfeuer, aber aus der Hüfte gefeuert. Da hat Bunzine getroffen, ich weiß es nicht. Ja, ganz leicht hast du gesagt. Oh, das ist jetzt gefährlich. Der hat das Maschinengewehr in Anschlag gebracht. Und Igor ist in absoluter Gefahr jetzt. Schon unterdrückt, oder? Nee, ne? Was macht denn ich jetzt? Weil Igor ist jetzt wirklich schwer im Redulier. In Gefahr. Scheiße, wenn der noch schießt, ist er wieder vorbei. Oh je. Oh, Igor hat's gerade noch so überlebt, ey. So, das Problem ist jetzt, Igor blutet, ist ziemlich in Gefahr. Müssen wir jetzt irgendwie lösen. Sind wir dran? Ja, sind wir. Monica Sundergaard hier. Festhandeln war. Nee, warte mal, das war das hier. Ja, wenn du den Maschinengewehrschützen damit triffst, wäre das toll, aber. Was sind das einige, ey?
Dann sehen wir gar nicht. Okay, irgendwie hat das mir aber angeboten. Ja, das ist schon ein Verdachtsschuss. Ich weiß nicht, ob wir uns das erlauben können, jetzt Schüsse zu verschwenden. Wir haben ja vorne noch einen Haufen Gegner. Iga muss eventuell einen riskieren. Hierher. Und, ja, du musst einen umbringen. Wahrscheinlich ist es besser. Feldstrecker. Oder den Messerkiller. Der Messerkiller ist eh schon gut verletzt. Ich könnte auch noch eine Granate schmeißen, wenn ich ehrlich bin. Wenn du willst. Mimberry, dann schmeiß mal vor. Ich versuch mal vielleicht so. Vielleicht triffst du ja drei Stück. Alle drei zu treffen. Ohne kein Fehlwurf, bitte. Was jetzt? Good job. So. Okay. Der eine fehlt aber, ne? Der eine fehlt jetzt. Easy. Ach, das müsstest du eigentlich von dort treffen, ey. Schade, dass du den Mick getroffen hast. Er ist fast tot. Ich könnte mit der Livewire versuchen, den zu treffen. Ja. Ach, Livewire, du bist so gurk. Das ist einfach so gurk. Okay, Kult What? Ist ja noch da. Target locked. Pass auf, bevor du deinen Arzt bewegst. Ja, mach das mal mit Kult. Was sind die Ausrufezeichen? Ach, Kult ist auch im Maschinengewehr vorher, merke ich gerade. Oh, fuck. Pass mal auf, wir machen das jetzt anders da. Igor wird jetzt einen fürs Team nehmen und versuchen, in die Deckung zu gelangen, ein Feld nach links. Das wird Deckungsfeuer auslösen. Wenn er es überlebt, ist schön. Wenn er halt zu Boden geht, ist es halt so. Dann muss er halt von MD gerettet werden. Okay? Yep. So, das hat schon mal funktioniert. Und er hat jetzt auch keine Deckungsfeuer mehr. Und jetzt kann er auch. Wenn er schon da steht. Michael hier. Kann Michael zum Igor vor und ihn heilen? Da bräuchte ja wirklich dringend. Dringend Heilung. Da muss wirklich dorthin, wo Igor stand. Da, ne? Nebendran. Ne, nicht da, da hat er keine Deckung. Okay, die einzige Deckung vor den ganzen Truppen ist rechts vom Igor, genau hier. Vor ihm. Im Prinzip aus Igors Sicht vor ihm, ja. Moving. Er trägt eine schwere Weste, ist der Grund. There you go. Glad to be of use. Okay. Das war's. Was haben wir denn noch? Das war's. What? Ne, Colt haben wir noch voll. Noch volle Karte. Da hinten steht so ein dümmlicher Maschinengewehrschütze, da ist die Hüfte geballert hat. Wo da steht da im komplett offenen. Der hier, Mensch. Nein, der liegt. Stell dir mal die Kamera an, ein, so wie ich, dass du unsere Leute vorne und die Gegner hinten hast, dann siehst du ihn auch. Oder dreh halt. So ist es doch der. Wenn du meinst, dann ist es der. Ich sehe zwar einen, der steht weiter links, aber der hier liegt und steht nicht. Tada! Nein, noch weiter. Das ist ein Gangster und da steht ein Maschine, aber dann siehst du nicht, okay. Das wollte ich wissen. What next? Die Babe hat schon geschossen, ja? Ja.
Yes? Amy. Jetzt siehst du ihn. Schaden 17%, 17, alles gleich. Bis auf das da unten. Die durchgestrichene Rüstung heißt, du machst vollen Schaden übrigens. Wenn du triffst natürlich. Sitzen 20, 21, 38. Unterleib. That was a fluke. Dude. Mist. Na gut, bereit. Passiert. 3, 2. What next? Ach, die kann nicht viel machen, alles klar. So, der Maschinengewehrschützer hat sich jetzt wieder platziert. Der andere Maschinengewehrschützer schießt auf Igor, aber der ist in voller Deckung, da wird er nicht viel treffen. Scheiße, irgendwie hat das abbekommen. Oh, oh. Ein Schrotflintenschützer von dort. Can someone help me out? I feel under threat. Monica Sundergaard here? Order accepted. Ich schieße zurück. Nico hat's aber überlebt. Steady does it. Sauber. So, Colt steht zwar in dem Kegel, aber er ist im gestrichenen Feld. Das heißt, den kann der Maschinengewehrschützer nicht sehen, der wird auch kein Deckungsfeuer auslösen. MD hingegen hat jetzt ein Problem, der muss wahrscheinlich auf den Boden werfen. Ready to shoot. Nein. Warum ist es weg? Naja, ich habe gerade Feuerschutz gesetzt, deswegen wahrscheinlich. Okay, Baby. Zielt ist. Hau rein. Okay, der hat jetzt einen Schuss abgekriegt. Ich hab noch 6. Kann ich jetzt nochmal schießen? Ja, kannst du.
Allerdings ungezielt. Ne, du kannst sogar einmal zielen. Hinterleib habe ich diese Prozent unterbrochen. 21, 26, 7, 7. Einmal Unterleib. Wiedersehen. Sehr gut. Sehr gut, der ist weg. Der hätte uns nämlich genervt. Da hinten ist aber noch ein Grenadier, aber der ist noch weit weg. So, dieser Maschinengewehrschütze, wie machen wir das? Heile ich denn den Anna noch? Da ist, da kannst du nicht mehr heilen. Im Moment. Was macht MD jetzt? MD bleibt er dort oder versucht er. Ja, du sagst, er soll da weg. Ja, entweder weg oder auf den Boden legen. Ich kann dich echt nicht nochmal heilen. Der hat 5 Verletzungen. Das ist jetzt sein Maximalleben. Ist jetzt halt so. Das sind die letzten 4 Gegner. 1, 2, 3, 4. Und hinten ist noch ein Grenadier. Wo ist der? Und ein Scharfschütze und noch ein Gangster. Okay. Warum haben wir uns, ja, weil wir ja nicht die Möglichkeit hatten, uns zurückzuziehen in Richtung dem Haus. Die wollen ja uns jagen. Ist ein paar ja. Sachen halt, ne? Aber naja, egal. MG kann sich hinlegen. Du Mensch, das bringt was, wenn die alle vorgerannt kommen gleich. Es sind 2 Gangster. Ich werde auch noch einen Feuerschuss platzieren mit Barry wahrscheinlich, weil ich sehe nicht eine Chance, was zu treffen. Mach mal Live Barry, hat deswegen, ich sehe, wo ich abhauen kann. Oder also Livefire hat schon einen Feuerschutz, wie du siehst. Aber hier, Barry nicht. Barry nicht, Barry macht jetzt aber einen auf die gleiche, der hat etwas mehr Reichweite, aber ich verkürze die etwas. Obwohl, ja, das Problem ist, wie das er trifft. Will er denn treffen? Nee. Ich mach das bis hierhin, wenn die vorgerannt kommen. Michael hier. So. Das Ding ist, wenn er sich bewegt, wird eine MG-Salve abgefeuert. Wenn der Ding sich bewegt? MD. Okay, das heißt, ich leg mich hin, mache auch ein Feuer, blablub. Wenn das so ist. Ich sehe auch keinen guten Punkt für ihn, wo er hingehen könnte. Höchstens hier rüber. Da ist keine Deckung. Ja. Ja. Ich kann dir ja noch sagen, wie das Spiel funktioniert. Ja, aber da trifft jetzt so gut wie nix. Ja, solange er. Ja. Weil ich hab mir halt gedacht, du bist ein Hügel. Siehst du das hier? Nee, die Hügel, die zählen nicht als Deckung. Die Deckung werden dir wirklich als Schilde angezeigt. Bevor ja, du jetzt. Ja, das Deckung meine ich nicht, aber der Winkel halt. Vom Schuss. Ja. Wird wirklich nicht viel bringen, also. Hab schon mich entschieden. Nicht das bereit. Der okay, schießt auf der Gold. Schießt Gott sei Dank auf Gold. Wenn der da wird wieder auf Igor schießen. Da trifft MD wirklich und hat sogar Igor noch getroffen. Das war nur ganz leicht. Der schießt in den Boden jetzt. Ja, mach mal Kamerawinkel hier. Damit wir sehen, was passiert. Der macht gar nichts. So, jetzt haben wir aber noch den Scharfschützen. So. MD trifft. Mhm. Wenn da jetzt vorgerannt kommt, wieder nicht, scheiße. Ready to, do stuff. Wobei es geht, das hat der MG gut überlebt, trotz allem, muss man echt sagen. Ah, dachte ich, schwerste Rüstung aus dem Grund. Ich könnte jetzt mit Igor versuchen, diesen einen Gangster mit der Schrotflinte endgültig auszuschalten. Da ist schon da dran. Probier mal erstmal die, bevor wir unseren Scharfschützen benutzen, genau. What next? Ach man, du bist ein Gurk. Ungeschützt. Ja, aber da hat nicht getroffen, das war nur so ein Streueffekt. Die ist da oben, könnte ihm aber ins Gesicht schießen, schon, ne?
Das machen wir mal glatt. Und der Honor hat uns getroffen, ne? Der Idiot von links. Ich nehme erstmal Cold. What? Der soll mal den da aiming anvisieren. Einzelschuss. Sich nur den Kopf. Ja, ich will ja auch den Kopf, weil der guckt hier raus. That was a good shot. Ja. Ich kann jetzt mit Barry versuchen, den anderen Gangster voll zu bollern. Ich will den linke da oben, will ich eigentlich. Ja, ja, den kriege ich mit Barry nicht. Aber den treffe ich vielleicht, ja. Komm mal rein. Ich tu mal die Kamera hin. Zwei, okay, Treffer, ich habe ihn getroffen, unterdrückt, da schießt zurück. Ja, aber... ist unterdrückt. Barry könnte nochmal schießen. Willst du nochmal machen? Er kann nochmal schießen, ich kann nochmal. Mach, hau rein. Das ist Geschichte. So. Livewire trifft mit ihrer MP5 gar nichts, mit ihrer MP40. Jetzt bin ich erstmal dran. What next? Ich habe zwar die Möglichkeit zu laufen, aber... Denk auch an die Typen, die von der Seite kommen. Da ist ein Scharfschütze und ein Gangster mit Maschinenpistole. Und ein Grenadier, das sehe ich auch noch. Vielleicht siehst du ja einen davon. Scharfschütze geht ins Haus rein, das war klar. Deswegen müssen wir die Position von denen einnehmen. Das wäre eigentlich, wie es machen wird. Ja, dann mach. Das heißt, wir müssen den da oben jetzt mal loskriegen hier. Die kommen von links, die müssen dann sich zu uns bewegen. Wie sieht's denn aus vom... Ich sehe den ja nicht. Blau ist nur dieses Feld hier und hier. Dann wäre ich aber aus dem Schutz draußen. Ja. Den sehe ich auch nicht. Wie wir den erledigen, weiß ich, um ehrlich zu sein, noch nicht. Das macht mir im Moment auch noch Kopfzerbrechen. Eventuell muss Barry außen rumrennen. Ich muss Scharfschützenlinie machen, glaube ich, mit ihm. Ich krieg die. Das reicht nicht. Ich müsste mich bewegen. Wenn du ihn pinnst, könntest du ihn treffen. Aber du musst das Pinnen dann zielen. Als Hauptangriff verwenden. Also jetzt. Ja. Easy. Aber ich weiß nicht, ob du dann. Naja, den kriegst du nicht angeboten. Du kriegst nicht angeboten, verdammte Scheiße. Was ist denn das? Und explosives Fass. Warum haben wir noch nie auf sowas geschossen? Pay close attention to my 20 Schaden oder sowas. Wenn es explodiert. Wenn es in der Nähe von der Gruppe ist, mit der Granate zusammen, macht's Baba Bumi. Ja, Baba Bumi war aber leider keiner da. Also vergiss es, ich krieg den nicht von hier. Außer ins offene Feuer zu rennen. Wie sieht's dann hier aus? Den sehe ich ja, ne? Sehe ich denn seinen Kopf? Das wird knapp. Das geht hier durch die Bäume. Das müsste den Kopf hier rüber bewegen, dann kriege ich ihn. Das ist mir zu riskant. Was wäre, wenn ich eigentlich hier hingehe? Sehe ich ihn dann? Bin ich ja immer noch im Schutz, zwar nicht wie vorher. Sehen tue ich ihn wieder nicht. So weit weg, aber vielleicht kannst du ihn jetzt pinnen. Na, jetzt kannst du gar nichts mehr pinnen, weil du... Jetzt ist es weg. Jetzt siehst du gar keinen Gegner mehr. Alter. Vielleicht muss ich in die Hocke. Lass mich mal kurz am Feuerschuss platzieren. Nur falls die auf die Idee kommen, hier lang zu rennen. Ja. Igor, weißt du was? Sehe ich dich. Okay, dann machen wir mal, bevor ich einen Schuss verschenke. Gelaufen ist schon. Steady does it. Ja, ist gut gepanzert, der Arsch.
Die hat da reingeschossen, hierher. Die hat ihn in der Deckung vor sich geschossen. Dahin, nee, hier. Hier hat sie hingeschossen. Okay, gut vorbei. Oh, Scharfschützen, nee, schäm dich. Ja, so MD, was macht MD? MD sitzt the last man, nein. Igor. Der könnte jetzt auf den anderen Maschinengewehr schützen, der sieht ihn nämlich. Warte mal, yes? Ich hab noch Colt. Colt kann auch nur einmal schießen, ja. Wo ist denn die Colt? Der hier? Ja. Den hast denn du vor dir? Kriegst du den da hinten? Ist zu weit weg, hä? Das würde noch gehen, er sieht ihn auf jeden Fall mal. Ready to shoot. Auf geht's. Treff du mal wenigstens. Irgendwas hart getroffen. Hart getroffen. Hat er gut aber getroffen? Ist, ja, 22 Punkte. Geht. Jetzt kommt. Igor hat noch einen Punkt. Ready to Igor macht gar nichts mehr. Der ist unterdrückt. Müsste ich hier unten hingehen. Aber warte mal, du bist doch hier, ne? Ja. Du liegst aber. Ja. Den sehe ich nicht mal. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Den könnte ich sehen. Ja, dann meinte ich vielleicht da ein paar Schüsse reinjagen. Vielleicht triffst du was. Im Moment hat er kein Konterfeuer mehr. Aber davon war er. I can't do it. Maybe someone better than me should take this shot. Schuss. Ja, der Pien ist natürlich rum, dass er ihn eh nicht trifft. Kopf ist ja, so gut in deine Firma. Ja, geht so, das ist weit aus ja, der Reichweite. Der ist vorne. Der Kopf meine ich. Ja. Und der Bauch ist halt gut versteckelt. Der Arm ist vorne. Der Arm war hinter der Mauer, aber ich erkläre dir das jetzt nicht noch 20 Mal. Du wirst schon wissen, was du tust. Ja, das war's. Vorhin habe ich gefragt, gerade noch mal wegen der Mauer. Split up! Okay, wir liegen im Doppelmaschinengewehr. Jetzt kommt einer. Michael hier. What do you want? Cover me. Ja, so gesehen hast du immerhin beide Maschinengewehre ausgelöst. As good as done. So, jetzt ich. Yes? Ja, ich kann nichts machen, okay. Wundervoll. Doch, ich kann pinnen. Ready to, do stuff. Ja,
Okay, will do. Ready. Gut, das ist erledigt. Target locked. Oof, that hurt. Wann hast du denn eben geschossen? Ein Colt. Ah, auf den da, okay. Ja, aber ich wollte eigentlich noch visieren, aber naja. War zu schnell. So, Barry versucht jetzt auch mal auf den Maschinengewehrschützen da hinten. Vielleicht trifft er ihn, vielleicht auch nicht. Ready to, do stuff. Ich schätze mal, das heißt, er trifft ihn nicht. Ich habe mit Livewire geschossen. Ah, ich bin zu dämlich. War die hier, ne? Ach, das war jetzt nix. Livewire wollte ich ja nicht für was anderes verwenden. Okay. Ich versuch's trotzdem mit Barry nochmal. Igor. Igor ist. Ja, der hat aber auch nochmal getroffen. Ich kann auch nochmal. Ich kann nochmal mit Barry. 0021, ja. Is that all you got? War das ein geschenkter Schuss oder so? Ready to, do stuff. Alles klar, ich bin fertig. Ich auch. Bereit. So, der Scheiß schon wieder. Oh, Scharfschütze. Wir müssen jetzt wirklich den Platz von dem Dohina annehmen. Ready. So, irgendwie muss da einer im Geschütze weg. Igor ist weit vorne und nimmt die. Die beiden sollten sich jetzt irgendwie um den Scharfschützen kümmern. Der hat keinen Feuerschutz gemacht. Ich gehe jetzt mit Igor einen Punkt vor, damit ich ihn in den Blickwinkel bekomme und versuche einen Schuss zu platzieren. In den Kopf. Michael hier. Igor ist leider immer besoffen. Du siehst den immer noch nicht? Kind. Wie viele Punkte? 2. 2. 4 bis 9. Pretty good odds, I think. Diesmal mache ich es aber nicht oberkörpermäßig. Ach, knapp vorbei, Idiot. Okay. Was ist denn da noch? Warte, Colt. Ready. Colt sollte sich eigentlich um den Granatenschmeißer genau zu seiner Linken kümmern. Oder vor ihm, wie er steht. Und was ist mit Buns? Eigentlich habe ich doch nicht soll das erledigen. Monica Sundergaard hier? Vielleicht sollte Barry es versuchen zuerst.
Vielleicht trifft er. Da hat's von einer MP5, aber vielleicht trifft er. Ach, das war ein Kopfschuss und er lebt noch, ehrlich. Noch einen. Come on. Ach man. Leihfeuer hat ein Problem. Die ist nämlich flankiert. Und zwar von den erbärmlichen Scharfschützen. Bunz muss nachladen. Steady does it. Ich muss an dir vorbeischießen. Das auch? Ja. Jetzt. Pay close attention to my form. Take a deep breath and keep it together. We're missing too many shots. Dass die das nur so zeigen, dass sie das nahe ziehen muss. Da hinten kommt auch was. Kult, du bist jetzt aber Mitte drin halt jetzt, ne? Ja, Kult steht ist ungünstig. Schuss kostet 5. Ich habe aber noch komplette 11. Ich zieh mal mit Lifewire. Zieh mal. Wo bist du? Ich muss mich verpissen, weil ich bin flankiert. Ups, ich habe eine Mine gefunden. Gut. Oh je. Eigentlich wollte ich auch mit Barry hier hin zuerst, aber irgendwie. Na egal. Acknowledged. Ready to shoot. Ach mein Gott, Alter, was seid ihr denn jetzt? Gib's doch nicht! 0000! Der einzige, wo was tauglich war, war jetzt unseren Medizinmann. Bereit! Ja, bleib. Oh je. Kacken Dreck, es lebt der Rechte. Eigentlich wollte ich den ersten Plan wäre am besten. Ich hätte den platt machen sollen, den der Ober. Aber schützen muss ich mich ja auch ein bisschen, ne? Deswegen muss ich die hintermachen, aber der Schütze kommt immer. Okay, da drin kann er nicht viel machen bis jetzt. Nee, da hat er auch erkannt, dass ich Livefeuer zum Flakieren benutze. Deswegen hat er jetzt, Igor, come on. Der muss weg. Ich weiß, dass du es kannst. Ja, nett. Ich hab jetzt aber auch Dings jetzt Kopf. Bereit. Mach. Auf Wiedersehen. Mit Kopfplatzer. Oh, das war aber böse. Das war aber böse. Uiuiui. Okay. Uiuiui. Okay, ich bin. Ich verarzte noch Livewire hier. Ich soll sie selber verarzten. Okay. Der ist kaputt hier. Sehr gut. Also bleibt jetzt die linke Flanke. Zup. Und der hat sich wieder natürlich da hinten hin verbarrikadiert. Das heißt, ich sollte den Colt erstmal vorziehen. Ready. Genau, Colt. Da, wenn du jetzt darüber gehen würdest, aber kriege ich ihn trotzdem nicht. Der hat sich gut versteckt, gell? Jetzt. Wie ist das im Wasser? Da kannst du dich nicht hinlegen. Nicht hinlegen, aber hocke. Ja. Geht nicht. Hä?
Geht nicht, hast du gesagt. Hocken geht. Hinlegen geht nicht. Weißt du, was wir schon lange nicht mehr gemacht haben? Michael hier. Dann machen wir hier erstmal abdecken. Der Michael, der kann jetzt mit hier vorne hin, weil hier hinten ist gar nichts mehr. So, lieber Michael, du konntest dich erstmal in die Hocke setzen. Und ich würde mal sagen... Da bist du, Igor. Dann geht... I guess. Und wenn ich die Buns hier wegbewege, kann er hergehen. Oh, aber nicht Deckung verlassen, bitte. Wir müssen dringend bessere Waffen für Livewire und für unseren MD schaffen. Ey. So, jetzt kommt Buns dran. Die sollte da jetzt aus dem Schussfeld weg. Und ich nehme da eine gerade Linie jetzt. Wie wäre es mit? Change your position. Ich habe sowieso keinen Blick, wo ist da noch Scharfschütz? Guck mal hoch mit dem Bild. Der hockt dort drin. Gut, da bin ich erstmal aus dem Blickfeld. So, dann tun wir mit. Krieg ich dem seinen Kopf? Ah, das ist aber knapp, Alter. Das ist aber knapp. Ich teste es mal trotzdem an jetzt. Easy. Kopf ist offen, ne? Jawohl. Nee, das werde ich nicht hinkriegen. Das weiß ich jetzt schon. Unwahrscheinlich. So, dann beweg dich mal raus aus deinem Feld hier, mein Freund. Zack, ich bin bereit. Ich hab noch Barry. Barry? Barry, was machst du? Du gehst hier hin. Und scheiße, jetzt hab ich den Scharfschützen gefunden. Ich hab ihn da hinten links. So, was mache ich denn jetzt? Hab ich mich da hingestellt. Mit meiner Scharfschützen. Alle. Barry, du schmeißt dich einfach auf den Boden. Und dann muss er auf den Boden. Somit haben wir alle Nuller. Bereit? Mach halt Feuerschutz da, jedenfalls er hier rankommt. Ja, bereit. Bereit. Heal my body. You're gonna pay. Ah, der Blickwinkel, was der Computer da macht, gefällt mir gar nicht. So, jetzt. Und schießt. Jawohl, habe ich mir schon gedacht, dass das. Ja. So, aber jetzt kommt er mal raus, ey. Und? Drei Schaden, yeah, wieder der Mediziner, ey. Der Medizinmann macht's, ey. Nicht kämpfen soll, der trifft die Jungs, ey. Der scheiß Scharfschütze dort. Ja, der ist da drin, aber der hat sich jetzt rausgewagt. Jetzt pass mal auf, jetzt ist er ja... Schmeiß die Granate auf ihn. Willst du das echt verbrauchen? Ringmeister. Nee, will ich nicht. Dann lass der Kult das machen, der trifft den. Yes? Ja, mach du. Ich also hab mach ich das. Keinen auch nur ansatzweise verfügbar. Der ist da voll jetzt reingerannt, du. Also, für Oberkörper ist sogar offen. Ja, Rotzin, du machst sogar vielleicht Dauerfeuer aus der Entfernung. So, also, Dauerfeuer? Also Salve. Ja. Dann machen wir, auf geht's. Tatatat, das waren ein paar Treffer jetzt. Aber es hat nicht gereicht. Ja, also, dann schnapp ich mir jetzt MD. Achtung, MD. Good chance of me not missing. Oh ja, MD. Na komm, übertreib nicht, wir machen Körper. Komm. Ey, MD hat wieder getroffen. So, also ich habe jetzt nur noch einen Scharfschützen. Ich will ihm ein Scharfschützengewehr geben. Ja, die Scharfschützen. Ich hab Barry, der kann jetzt in die Hocke gehen und sieht ihn dann, aber ich weiß nicht, kannst was er von ihm Igor sieht. Was mache mit dem Eierkopf? Anstatt mit Barry, der hockt da hin, irgendwo. Ja, da hockt er immer noch am Baum, der liegt am Baum, besser gesagt. Der könnte jetzt vorgehen zu Colt, eventuell, wenn er sich mal in die Hocke geht. Und dahin gehen. Ich habe ja noch den Scharfschützen, wenn was sein sollte. Ich kann einmal schießen, aber ungezielt, ne? Probier's, vielleicht reicht's. Genau, dann sitzt getroffen, okay, alles klar.
Ich kann noch mit Barry probieren, aber Barry kann nur den Kopf sehen. Ich hab aber noch 5 Punkte. Warte mal kurz. Soll ich mit Barry versuchen, Kopf zu treffen? Nee, warte mal, lass mich kurz mal nochmal Colt gucken. Der kann nochmal schießen, der Colt. Sonst sollte er. Target locked. Selbe Schuss, selbe Winkel, alles gleich. Attacke auf Oberkörper. Uff, der ist aber ganz schön zäh her. Mein Lieber, ja, da hat auch eine schwere Panzerung an, der Kerl. Ich versuche mal mit Barry den Kopf zu treffen. Probier's. Der ist aber ganz schön zäh, alter Schlappe. So, ich bin dran, the last. Da hat sich gut vor dem Scharfschütze versteckt. Monica Sondergaard hier. Aber. Du wirst eventuell auch nur den Kopf sehen. Ich kann zwar dahin, aber da hat der Scharfschütze auf mich. Aber guck erstmal, wie du ihn von hier an, wo du bist, anvisieren kannst. Der ist fast tot. Ja, aber ich finde, dass er seinen Kopf gut versteckelt. Guck doch erstmal, klick ihn doch an, was das Spiel dir sagt und versuch nicht zu schätzen. Ja, oder? Ist ja gut hier. Du kannst Arme, Unterleib und Beine gut treffen. Ja, in das Unterleib ist klar, aber den Kopf nicht. Den Kopf brauchst du nicht, der ist fast tot. Unterleib ist aber in Höhe von hier, ne? Also müsste ich hier durchschießen. Er wird als frei angezeigt und du hast einen voll gezielten Schuss. Ich nehme aber dann den Oberkörper, weil ich will ein bisschen übertrieben. Oberkörper ist. Bevor du jetzt was klickst, ja, guck dir da ganz ist ein genau Ball, in aller Ruhe. Genau. Ja. So, unterhalb und die Beine. Super. Ich mache jetzt unterhalb, aber ich hätte es am liebsten wäre ich vorgegangen. So, da. Hosch. So, hup. Egal was er mir gezeigt hat. Du bist die Gurke. So, jetzt habe ich den Schuss verschenkt. Super, gell? Ja, du bist halt der Gurk. Wieso, ja, du. Du bist halt der Gurk, das ist das Problem. Ja. Wenn ich ein Gurke bin, bist du ein geschämter Gurke. So. Du bist ein Gurk, du machst ein Gurk. Du Gurkensalade, du Gurk. Fängst der Kartoffel. Alles nur wegen dir. Jetzt haben wir alles verbraucht. Ich kann aber, warte mal, ich kann noch was machen. Ja, eine Gurkenschelle. Was? Okay, gut, ich bin bereit. Ja, ich gezwungenermaßen auch. Hey, close attention to my form. Komm, Unterleib. So, zack. Hup. Ich hab'n anvisiert. How about you join us instead? I'm sure hat er das überlebt? Das ist unglaublich. Au. Dankeschön. Der hätte es nämlich nicht überlebt. Hätte ich das gemacht. So. Mein Gott, Walda. Der Scharfschütze ist noch irgendwo. Der ist oben auf die Treppe gegangen. Der geht hoch. Der geht hoch. Der Scharfschütze geht hoch. Nach Rücke hat er keine Chance, hier irgendwas zu machen. Da. So, ja. Okay. Aber wir sind wieder frisch. Ich lasse die erstmal alle im Blickwinkel. Der Barry hat erstmal eine sehr gute Chance, da reinzurücken. Und wo springt er hin? Da hoch wieder. Der will aufs Dach. Der will bestimmt aufs Dach. Pass auf, dann machen wir das. Barry ist schon dahin, super. Monica Sondergaard moving. Gehen wir mit. Hat er mich echt verletzt, her? Ja, da hat er mir Schrotflinte in die Fresse geschossen. Das war der Streifschuss, weißt du noch, von hinten. Gezielt war auf jemand anders und mich trefft er, ja. So, das müssen wir jetzt clever Colt. Yes. Wo bist du? Du bist hier, du bleibst aber in Deckung hier drüben. Going right now. Zack. So, und Mr. Medizinman, Michael, der bewegt sich hierher. Going there? Wie sieht's right mit now? Deinen Männern aus? Alle schon bewegt. Okay, dann bereit. Bereit. Colt könnte nochmal. Warum hat denn der nochmal 5 Züge? Colt hat noch Punkte. What? Hat er was geschenkt kriegt oder was? Aber nee, da gehen wir nicht rein. Jetzt weiß ich mal. Dann müsstest du ihn halt bereit. Okay, bereit. Mal gucken, was der Scharfschütze treibt. Geht dahin. Erstaunlich. Oh! Ja, da ist doch die Öffnung. Wo kommt der denn her? Das ist jetzt allerdings ungünstig. Kann der schießen? Nee, ne? Kommt noch was? Nee, alles klar. Warte mal, Barry sieht den Scharfschützen? Ja, dann wie kann das jetzt? Ja, aber da sind Löcher doch überall. Guck mal, wenn du jetzt hochgehst. Kann ich ihn auch voll ballern. Ja, aber die Löcher sind eigentlich.
Guck doch mal, was dein schöner Computer sagt, ob da ein Turm ist, ein Wall oder so. Nee. Ja. Also ist irgendwo was kaputt, ne? Ist auch schon oh, gut. Ich muss zurück. Aber du musst auch weg dort, ne? Das ist auch ziemlich gut, Alter. Klar, dass er zurückschießt, ne? Das ist aber ungünstig. Aber gut zu wissen, du Vorhut, man. Ja, okay, besser wie Freihaut, ne? So, pass mal auf. Ich versuche mal, den da gleich mal wegzuklatschen. Ich habe ein offenes Feld eigentlich. Aber... Lass mich gerade... ja, du bist... Ich habe noch Igor, aber der wird wahrscheinlich nicht treffen. Außerdem ist er relativ schwer verletzt. Ist das alles blau hier oder sehe ich das richtig? Da endet es, ne? Ja, da endet's. Okay, gut. Wie sieht's hier aus? Hier hätte ich ein bisschen Deckung, ne? Ja, das sieht gut aus. So. Kleine Maus. Die Buns. Wo ist der Gegner? Hier ist er. Okay. Bei so einem Winkel bei dem Kreis nehmen wir einen Bauchschuss mal. Das war ein Treffer 33. Da war vorbeigeschossen, aber das ist einer, wo Michi ist. So, wo ist Cold? Cold springt hier oben rum. Yes? Und wie sieht's aus? Cold hier, hier oder hier? Da oben ist der Scharfschütze, denk drauf. Der Scharfschütze sieht uns auch relativ gut im Moment. Acknowledged. Ich sehe den nicht, das ist ja ein Ding. So weit ist der weg. Ja. Da müsste ich echt bewegen. Parierte Felder. Wo ist der Scharfschütze? Er ist im Prinzip in der Sichtweite von Igor und in der Schussreichweite. Problem ist, wenn er zurückschießt, hat Igor möglicherweise fett gelitten. Hinterm ja. Igor steht noch MD. Das ist gut, weißt du was? Das ist gut, dass er da steht, dann kann er ihn retten, falls er zurückschießt. Ja, da wird er noch mal einen Schuss riskieren. Warte mal, ich tue mal trotzdem mal, falls er sich doch in die Richtung da bewegt. Ich weiß. Es kariert, kariert, kariert. Ah! Ja, so weit wird er nicht kommen. Hier wäre nur kariert. Hier wäre wenigstens hier. Wenn er zu nahe kommt, ich nehme mal Schutz. MD present. So, ich versuche mal mit Igor zu schießen. Schieß mal mit Igor erst hier. Das könnte jetzt schief gehen. Ja. Nee, 35. Da schießt du nicht mal zurück. Zurück, weil du ein guter. Da hat ja so ein. Pini jetzt auch nochmal. Pini? Lass mal MD in der Nähe von Igor, weil wenn da den Igor trifft, ist Igor am Boden. MD ist hier, das heißt, soll er nochmal mit drauf schießen? Wenn er kann, aber mit seiner MP müssen wir dringend endlich gescheite Waffe geben. Ja, aber bis jetzt haben wir ja erst jetzt gefunden, die eine Waffe. Ja, wir haben noch eine, die müssen wir noch fit machen, mit ein paar Upgrades. Ja, nee, ich lass den dahin. Ich lasse ihn dort, wo er ist. Er das kann Feuerschutz machen oder was auch immer. Das könnte er noch machen, ja. Und dann ist er wieder raus, ne? Naja, nee, dann besser nicht. Das ist nicht gut. Außer ich nehme wirklich eins vor. Dann, könnte ich dann ist er aber im Feuerbereich von dem Scharfschütze, ja. Schütze, das ist schlimm genug, wenn er schon auf Igor schießt, was vermutlich auch der Fall sein wird. Ich riskiere jetzt auch und, dort. Dann mach bereit. Geh einfach in Deckung oder was. Got it. I'll shoot at anyone ich, I see. So machen. Ich bin bereit. I mean, bad guys, ja. Of course. Just 100, the bad guys. So, der rennt vor, schade, oh, kurz vor noch ein bisschen Live-Fire. Jetzt schießt er nämlich auf meine Scharfschütze. Scharfschütze verpisst sich, ehrlich.
Der geht auf eine bessere Position hoch. Da pinnt Igor. Jetzt sind die beide gegenseitig gepinnt und Igor ballert vorbei, natürlich. What do you want? Klasse. Gut gemacht, Igor. Wie immer. Levi ist da hinten im Haus, links. Der typisch voll in Feuerreichweite von Barry, übrigens, der Gangster da hinten. Und Bunz muss nachladen. Der Gangster, du Mensch, der wo drin ist, oder was? Die hat auch jetzt eine Schussmöglichkeit. Ja, aber die muss erstmal nachladen. Zeig mal her. Wow. Nachladen. Willst du es machen? Ich überlege gerade, weil eigentlich bräuchte ich Barry. Wenn nicht, mache ich's. Das Problem ist, ich komme nirgendwo hin, wo ich den Scharfschützen sehen kann. Da hat sich gut platziert. Ah, der war auch her. Schuss. Das gibt's nicht. Was bist du für eine Scharfschützin hier? Hat die vorbeigerutzt. Ajo. Dann lass mich mit Barry auf den schießen. Jetzt musst du drauf schießen. Gut gemacht, Barry! Das ist toll! Wow! Ich besser nicht. Die Jungs brauchen unbedingt eine Erholung mit Wodka und Whisky und allem drum und dran, ey. Der zweite Schuss hat er gesessen. Ja. Gott sei Dank, der lebt. Jetzt die Frage, Igor. Igor ist anvisiert. So, ja, wir haben aber Mr. Coldman. Igor verpieselt sich erstmal. Yes. Mr. Coldman ist da unten. Das geht das nicht. Also, der hat diesen Winkel von da oben. Nicht schlecht. Ich tue mal jetzt mal die Karte Richtung wieder lenken. So. Ja, ich mag es lieber noch ein bisschen quer. So. Alles klar. Nee, dann gehen wir mal rein, weil jetzt müssen wir in den Nahkampf. Das bringt jetzt alles hier drüben gar nichts. Also es gibt wieder eine Überraschung. Ich gehe mal mit zur Tür. Moving to position. Boom. Wie bei dir eben, von wegen Aluminium gefunden. Ja, ja. Und die Beste, die Schwächste rennt in die Mine rein. MG, das ist aber gar nicht schön. Was du dann mir anbietest. Der Scharfschütze hängt nämlich da oben. Na, typisch mal, ne? Okay, dann gehen wir halt mal hin. Moving. Stat. So. 0000000. Außer Igor, der hat 2, der kann sich noch hinlegen. Was sagst du? Bereit? Ja, im Moment hat der Scharfschütze mal keinen, den er anvisieren kann. Igor, weißt du was? Was macht Igor? Igor kann nicht viel machen. Igor hat nur 2 Punkte. Verborgen. Ich hab mich unsichtbar gemacht. Ja. Stealth Boy. Bereit. Bereit. Shit. I'm the only one left. Oh, er hat gemerkt, dass er der Einzige ist. Wenn er aufgibt, oh, jetzt kann ich ihn Bunz, Alter, voll umrotzen. Die Bunz, ist er echt im Visier von der Bunz? Ich denke. Ja. Bin mir relativ sicher. Oh ja, der. Nee, ist er nicht. Scheiße. Wer sieht ihn jetzt? Warte, ist die mal, Frage. Jetzt mal gucken. Jetzt muss von mir keiner. Drehen. Von da ist nichts. Ich glaube, MD sieht ihn jetzt. Wo ist denn der? Da ist doch hinten noch. Pappelnet, der ist jetzt da irgendwo, ey. Ja, irgendjemand sieht ihn, aber ich weiß nicht wer. Irgendjemand. Ach, war, nee, es du, kann du, auch sein, dass ihn gar keiner sieht. Es kann auch sein, dass ihn gar keiner sieht, sondern nur, weil die Information, weil wir die Informationen haben, dass wir deswegen wissen, wo er ist. Und was mit deinem Mädchen da unten? Deine Technikerin da? Die Hightech? Nicht. Nicht? Okay. Barry sieht ihn zwar nicht, aber. Ist so ein Fenster. Auf jeden Fall ein Fenster. Ach, da ist so ein fettes Ding oben drüber, deswegen sieht ihn keiner. Ne, dann wird im Moment keiner sehen. Der ist hinter der Wand. Und einzige wäre, wenn jetzt hier einer hier gehen könnt. Ja, ich kann, aber ich gehe jetzt mit Barry rein, aber so, dass ich noch in Deckung stehe. Igor ladet mal nach. Der ist aber nicht blöd hier. Ja, der versucht jetzt verzweifelt zu überleben, im Endeffekt. Ja, ist ja auch normal. Er kann sich aber auch ergeben. Nee, kann er nicht. Will er nicht? Das Spiel kann sowas nicht. Okay, hast du deine Züge gemacht? Nee, ich weiß doch nicht wohin, ich habe nur Barry bewegt. Wenn du eine gute Idee hast, vollführ sie. Ich habe mir gedacht, ich durchs Fenster hier, wenn ich hier irgendwo hier komme. Ja, ins Haus rein, die Idee habe ich auch, aber. Wir müssen jetzt im Endeffekt, ja, genau das machen. Live vorher rennen. Ach, guck mal, die Technikerin bewegt sich.
Igor. Auszubauen. Geht dorthin, ne? Okay. Und geht in Deckung erstmal. Igor hast du auch schon gemacht. Das ja. Cool yes. ist eigentlich. Kult ist hier. Der kommt auch nicht weit. Ist hier was kaputt? Ich könnte jetzt ja, hier wo da steht, ist der ganze Boden kaputt. Von da wo Igor steht. Das heißt, ihr könnt hier runterschießen. Ja, wird auch. Wie sieht's hat er ja vorhin schon gemacht. Oh, das sieht aber gut aus. Ach, da ist Igor. Dem geht's gar nicht gut. Mhm. Ich gehe das Risiko trotzdem mal ein. Going right now. Ja, da kannst du hin. Da bin ich schon noch einigermaßen geschützt. Nur weiter vor, wenn wir weiter vorgehen, ist, wenn du Feuerschutzmöglichkeit hast, oben auf das Podest oder sowas. Ja, da gucke ich gerade, ob es gestrichelt ist, aber das geht nicht. Das ist gestrichelt. Nee, nee, Podest. auf das Baupodest, auf das, Hier, ja. Hier hin. Ja, ja. Aber ja, ja. Ja, also, aus. Wird wahrscheinlich nichts bringen. Ich werde ja nächste Zug halt, muss ich rein. Das bringt nichts. Ja, deswegen bin ich auch mit Igor hier hin. Hab mich schon vorbereitet. Zeig mir, was unser Bubbelchen macht. Gustav, der Michael. Der Michael, der könnte jetzt auch hier vorne hin. Oder Michael? Kein Schutz, kein Schutz, kein Schutz, kein Schutz, kein Schutz, kein Schutz, nirgends Schutz. Super. Hier Schutz. Ah, da könnte er aber langsam auch in die Zielreichweite von Schützen ja, ich kommen. Will, ich glaube nicht, dass der jetzt von oben darüber schießt. Nee, das kann er nicht. Da bist du jetzt, so. Du bist jetzt überdacht. Monica Sondergaard hier. Die. Irgendwie kriege ich nichts angeboten da unten. Nee, du musst. Rein. Nee, du musst durchs Fenster steigen, aber das dafür hat sie nicht die Aktionspunkte. Jupp. Nirgends. Ah, doch, hier. Ja, das ist keine gute Idee. Da wurde vorher Barry getroffen. Auch hier durchs Fenster? Ja, genau da. Wenn der Schaffel sich zurückbewegt, hat er wieder ein Schussfeld da rein. Ach, weißt du was? Changing position. Abmarsch. Jupp. Gut. Okay, hab ich. Fertig, ne? Außer Colt, der hat nochmal 5. Mein lieber Schwan, der Colt her. Lass ihn in Deckung gehen oder sowas am besten, damit wenn er schießt. Also. Das ist bei dir, das passt schon. Komm, ich bin bereit. Sonst dauert's zu lang. So, dann macht, der geht aufs Dach. Der hockt jetzt über uns auf dem Dach. Der ist hier auf den Felder. Ist das neu, Alter. Aber da hat er sich aber jetzt wohin. Ich sag, ich musste gerade da vorne stehen, da wollte ich schon die ganze Zeit hin. Lass mich mal kurz was probieren. Willst du raus? Ja. Willst du eine Granate schmeißen oder was? Ja. Ist schnell zu voll von einem Typ, ich muss noch irgendwie schaffen, da hochzukommen. Vorhin habe ich es angeboten bekommen, jetzt krieg ich es nicht mehr hin. Ich bin gleich so weit. Jetzt da. Gott, das ist aber. Oh mein Gott, das ist ein Millimeter, wo man wieder platzieren muss. Mach mal. Wenn der vorbei wirft. Boah, ey, wir haben schon aber runtergeholt. Warum hast du das nicht gleich gemacht, ey? Dann wäre runtergefallen, ey. Alle anvisieren. Laufen, sammeln. Ey, Achtung, das sind überall noch Minen. Ja, ja, ich weiß. Genau. Die Erfahrung haben wir ja gemacht. Ich durchsuche sie einfach nur so. Wir haben neue Dinger hier. Und dann machen wir, später können wir ja, mit Sektorversteck dann plündern. Pass auf, ja. Musst du die anheben, um das zu machen? Ja, dann musst du nochmal links rüber, ne? Hier, der hat eine PRK. Das ist die, das wird Igos Waffe. Zeig mal, ja. Ich vergrößere das mal. Ah, mach's doch größer, was soll das? So, Igos Waffe hast du gefunden? Ja. Ja. Das macht ein Gewehr frei, jetzt müssen wir uns besser bewaffnen langsam. Wir haben noch eine M24 und eine PRK gefunden. Das müssen wir jetzt gleich machen dann. Wir müssen gleich mal gucken, aber dass hast wir hast du das am Häusel links unten, hast du da auch schon geguckt?
Da war, ah ja, hast du. In dem Häusel, ja, da war ich drin. Da war eine Glock 18, der war zerlegt. So, wir gehen jetzt in die Sektoransicht. Warte mal, da ist noch einer, den habe ich noch nicht geplündert. Den am Haus hier unten links, meine ich, jetzt ja, in deinem Bild ausgesehen. Ja, hier denn, ja. Das meinte ich. Den habe ich noch nicht geplündert. Da hat noch eine PRK, okay. Und zwei PRKs, dann weiß nicht, ob wir zwei Maschinengewehre betreiben können, aber wir können mal gucken. Du hast ja gemerkt, dass wir sowieso Ersatzteile brauchen. Ja, brauchen wir wirklich. So, jetzt lass uns mal M-Sektoransicht, also Satellitenansicht. Ich schieb dich mal gerade rüber nochmal. Und jetzt gehen wir beide in die in den Sektorversteck, halt hier. Wo, aber wo, da wo wir waren, ne? Da wo wir sind. So, das ist noch zur Auswahl. Die Uzi entladen wir und zerlegen sie. Die benutzt kein Schwein. Wir haben ein Metallrohr, das nimmt jetzt mal hier Igor in sein Inventar. Wir haben die Waffe noch. Diese Waffe ist nicht schlecht. Wir haben zwei PAKs, ich würde eins davon zerlegen, wenn ich ehrlich bin. Und zwar das schlechtere mit 52%. Okay. Dann zerleg's. So. Igor gibt jetzt sein Gewehr auf, da ist ein Zielfernrohr und ein Schalldämpfer drauf. Das sollte also jemand nehmen, der schießen kann. Barry kann nicht so gut schießen. Colt eventuell wäre ein guter Schütze, da hat 80 Treffersicherheit als eine Möglichkeit zu schießen. Über längere Entfernung. 68. Die Uzi kannst du entladen und zerlegen, die braucht kein Mensch. Die Huna da hier? Naja. Rechtsklick entladen und dann zerlegen. Und das nehmen, so. Da ist jetzt im Endeffekt schon mal ganz gut bewaffnet. So, Schrott, ganz unten. Ganz unten ist es, ja. Dankeschön. Igor nimmt jetzt das hier. Ich werde jetzt allerdings versuchen, wenigstens ein paar Grundlagen drauf zu bringen, nämlich ein Zielfernrohr. Okay, mach. Und das war's auch schon, mehr kann ich nicht. Gut. Wir haben so gut wie keine Bauteile. Das wird schwierig. Wir haben aber noch dieses Gewehr hier. Dieses Gewehr ist deutlich besser. Wer ist nun unser nächstbester Schütze? Das dürfte Barry sein. Dann machen wir folgendes. Dieses bereits abgegradete Maschinenpistole, die werde ich MD nehmen, weil der deutlich besser schießen kann als Livewire. Ja, kann er. Barry nimmt jetzt ein gescheites Gewehr. Oh, er hat noch nicht das abgegradete. Ja, schon passiert, MD hat's auch. Dafür ist jetzt das MD sein Mal entladen drin. Und das tun wir verschrotten. MD braucht noch einen Helm. Wir haben hier auch normalerweise. Ne, das haben wir schon vorher verteilt gehabt. MD braucht noch einen Helm. Oh, die Hose muss repariert werden, auch 36. Ja, wir haben voll hier keine gefunden. Bauteile. Okay. Keine Bauteile. Wir haben zwei Rauchgranaten. Die nehme ich auch. Mit Barry, falls wir mal ja Deckung brauchen. Mann. Bunz und Igo sind aufgestiegen. Oh ja, da drücke ich mal drauf. Da kennst du dich ja besser aus wie ich. Ich hab ja, Bunz ist eine Schützin, die sollte überwiegend in Geschicklichkeit investieren. Und zwar in das Zielfernrohr, dass die mehr Crit kriegt beim Schießen. Ja, als erstes. 100% Charaktere können mehrfach zielen. Mhm. Gedrückt. Und bestätigt. Igor ist mehr so eine Kampfsau, der könnte eigentlich. Also wir haben alle, wir haben 6 Charaktere, 3 gehören Voidman und 3 andere gehören mir. Ja, ja. Also wir sind ziemlich gut verletzt jetzt leider. Yep. Das heißt, wir müssen uns jetzt erstmal wieder heilen. Also Operation. Operationen und dann Verletzungen behandeln. Ich benutze jetzt alle, weil wir eh keine Bauteile haben. Ich habe dich vergrößert. Du bist jetzt auf dem Hauptbildschirm. Ja, ja, ich habe jetzt halt unsere 3 ärztlich Versierten, der Hauptarzt und die 2 Aushilfsärzte. Die heilen jetzt alle, dann sollte es schnell gehen. Das ist halt die einzige Operation, die wir jetzt durchführen. Das dauert lang genug, bis die ganzen Verletzungen da weg sind.
Miliz müssen wir keine Ausbildung noch, ne? Ne, hier braucht man keine Miliz. Hier kannst du auch keine Ausbildung. Da kommt die Waffenlieferung, die würde ich gern abfangen, wenn ich ehrlich bin. Wo siehst du die? Die kommt hier von der Seite. Die sieht ja, die bewegt sich. Assignment completed. Perfectly. I might add. So, wir haben kaum Bauteile, 14. Mal gucken, ob wir davon was reparieren können. Viel wird's nicht sein. Guck, dass du viel wird's nicht sein. Kann ich das Maschinengewehr reparieren? Das kostet mich 3 Teile. Ich würde. Kann ich die Hosen reparieren? Die 36er Hose, ja. Genau. Ja, das war gerade. Die 58er Hose, das kostet schon jetzt 10 Bauteile und mehr haben wir eh nicht. Das heißt, das war's. Die anderen sind aber noch. Oh la la. Mehr oder das weniger, ist, ja. Das geht noch. Geht gut, aber geht noch. Ich mach ja. Das jetzt. Das kostet allerdings 16 Stunden. Mal gucken, wie das klappt. Können wir uns schon darüber wandern? Nee, während die reparieren nicht, aber der bewegt sich sehr langsam. Okay. Man kann auch auf einem. Oh, da kommt ein Angriff auf Ernie. Okay, das wird die Miliz regeln. Ja, die ausgebildete Miliz. So. Wir bewegen uns jetzt kurz nicht. Wir lassen diesen Angriff passieren. So, jetzt ist er weg. Jetzt bewegen wir uns hier rüber. Hinterher. Und wir machen jetzt folgendes: ja. Wir machen jetzt einen Hinterhalt auf die Waffenlieferung und zwar hier am Strand. What the fuck? No? What? Ah, okay, das ist ein Event, das habe ich vergessen, weil das war jetzt Zufall. Das ist aber okay. Wie gesagt. Passiert jetzt was oder was ist denn jetzt? Ja, wir müssen jetzt eine kleine Truppe besiegen, damit schwächen wir den Außenposten. Weißt du, was das machen wir jetzt auch? 2 Scharfschützen, 4 Schergen. Das ist erstmal der Kampf in Ernie, der zuerst hab stattfindet. Noch Ernie. Automatisch auf, da sind wir nicht. Wir müssen jetzt automatisch auflösen, da ist nämlich keiner von uns. Okay. Dann drücken wir automatisch auflösen. Was die Miliz hat das auch weggeputzt. 3 sind Eliten geworden, 3 sind gestorben, 2 immer noch Veteran. Gut, okay. Wir werden den Außenposten eh demnächst einnehmen, sodass er dann keine. Und wir müssen jetzt hier gegen eine kleine Gruppe kämpfen. Das sind, glaube ich, nur 3 Mann. Okay, dann beginnen wir erstmal. Ne? Ab in dieser. Jeder Außenposten kann geschwächt werden. Und das ist einer der Events. Das wollte ich später erst machen, aber wenn das hier schon angeboten wird, muss ich noch starten. Dann machen wir es hier gleich. Und die sind da vorne am Brunnen. Dann müssen wir erstmal unsere Jungs hierher. Okay, ich hab auch hin. Jetzt kriegen wir erstmal einen Desync. Ja, oder auch nicht. Oder doch. Ah, nee, da sind sie. So, ab alle rein. Monica Sundergaard so, wir haben auch mal wieder die vollen Infos. Dank Livewire. Wir sehen die am Brunnen da vorne. Ein Schlechter. Das ist quasi einer, der mit einer Machete rumrennt. Okay. Ein Marodeur, der hat eine AK. Und ein Schütze hat ein Maschinengewehr. Und stimmt. Zwar ein MG42. So, das sind unsere Gegner. Wir gehen jetzt geschlichen vor und gucken, wo wir Position einnehmen können, ohne dass wir entdeckt werden. Mhm. Auf der einen Seite gibt es viele Steine und so fest, das sind Kräuter, warte mal, die hole ich, ne? Ja, es gibt Steine und Bäume. Und auf der anderen Seite hast du zwar einen Stein, aber ganz weit weg vom Geschehen. Ja, gucken okay. Wir erstmal in Ruhe. Da sind ein paar kleine Steine auch noch auf der Seite. Wie machen wir das jetzt am geschicktesten? Igor braucht keine Deckung, der wird nämlich mit dem Maschinengewehr in Anschlag gehen. So, Barry. Barry hat viel Leben, der kriegt nur einen kleinen Stein als Deckung. Der kleine Fels an der Brandung. Der wird zu einem kleinen Stein geschickt. Livewire, weißt du was? Die mache ich zum Schluss. Ja, such dir erstmal Deckung, weil die hat die schwächste Waffe und nicht die schlechteste Schützin. Die ist zwar nützlich außerhalb des Kampfes, aber im Kampf nicht so sehr. Ich tue jetzt erstmal The Cold. What? Mit dem wenigsten Leben. Du, schaut mal. Super. Ja, du darüber. Cold. Denk dran, du hast jetzt auch ein Gewehr, ne, aufwechselt, das weiterschießt. Was hast du mal jetzt Gewehr da? Ja, und auf Wechsel hast du noch das Scharfschützengewehr.
Ja, aber ich lasse jetzt erstmal das Gewehr. Jo. Soll das auch mal nachladen. Wow. Super, oh, viel Munition dabei. Uns geht ja die NATO-Munition, also okay, das ist schlecht. Macht nichts, das ist ja gerade gut. Braucht der andere auch NATO-Munition? Nee, ne? So, jetzt die Bundes. Harry verwendet NATO-Munition jetzt. Die tue ich aber am liebsten. Vielleicht sollte die MP5 doch zurück zu Barry gehen. Ich geh mal darüber. Geh du mal darüber. One sneaks up on the enemy like so. Ein Arzt, du gehst zu ihr rüber. Livewire kann ich noch irgendwo platzieren. Denk dran, MD hat jetzt eine gescheite Waffe, der kann also durchaus schießen. Wie der MP5. Yep. Aber trotzdem, der war sowieso der beste Schütze von allen vorhin. Vielleicht sollte er vor zu Cold. Der trägt auch eine schwere Rüstung, der einzige von uns. Okay, Medizin mal nach vorne. Livewire brauche ich nicht vorzustellen mit ihrer dämlichen uralt MP. So, jetzt pass mal auf, wir machen folgendes. Ich habe ja schon gesagt, dass Igor nicht mehr in Deckung geht, weil Igor macht jetzt nämlich diese Nummer hier. Jetzt hat Igor mal ein Maschinengewehr in Anschlag gebracht. Okay. Und falls deine Buns irgendwo einen guten Schuss hat, der schlechter ist, ein gefährlicher Gegner. Okay, ich komme. Ich bin unzufrieden mit Barrys Waffe. Wir verbrauchen zu viel NATO-Munition, das muss ich anders regeln. Okay. Nicht so ganz. Ach man, kann man das irgendwie noch ausrichten, wenn sie irgendwo ist? Gibt's die richtet sich noch von alleine aus, wenn du irgendwo schießen willst. Okay, gut. Also der Schlechter ist der Gefährliche. Wenn der angerannt kommt mit seinem scheiß Messer, dann macht ziemlich viel Schaden. Ich Also der hat keinen Kopfschutz. Deswegen sage ich, wenn Butz ihn trifft, ist er normalerweise, sollte er dann Geschichte sein, und er ist es auch, ja. 65 Hitpoints. Der Maschinengewehrschütze von denen kommt. Jetzt Marodeur, was machst du? Nichts. Soll ich mal mit Barry einen Einzelschuss versuchen? Ich hab schon Cold aktiviert. Ich will eigentlich keine Munition verschwenden, keine NATO-Munition. Cold, der hat ein. Aber du solltest auf die Entfernung nicht das andere Gewehr benutzen. Wir haben nicht viel NATO-Munition. Und wir haben den Skillpunkte gegeben, die ihn eigentlich zum Scharfschützen machen. Geschicklichkeit, Treffsicherheit. Kommt er hier durch? Oh, das gefällt mir gar nicht. Der kann allerdings keinen sehen. Das weiß ich doch. Moving. Barry wechselt auf seinen Revolver und macht einen Pseudo-Feuerschutz. Livewire verbraucht nur 9mm Kugeln. Das ist okay. Soweit. Ich gehe, glaube ich, noch. Dieser scheiß Baum an dem Livewire steht, der bietet perfekte Deckung, Alter. Ein Schuss wäre 7, Mist. Und ich habe nur noch 7 übrig. Wo ist denn der Schütze? Dahin. Der Schütze ist der mit dem MG, hast du gesagt, ne? Ja, das MG ist nicht so schlimm. Da wird wahrscheinlich mit dem MG42 versuchen, aus der Hüfte wieder rumzuballern. Und dabei nicht viel treffen. Das gefällt mir. Was macht oder nicht, sagt uns gleich das Licht. Das war ein Treffer, glaube ich, aber ich habe es nicht gesehen. Nein. Leider nicht. Nee, der ist gesund. Ich kann jetzt mit Igor noch eine Salve losjagen. Mach mal. Igor hat 7. Mehr kann ich nicht. Okay, dann gibt es aber noch eine Möglichkeit. Das wäre die letzte. MD, der einzige, der trifft. Naja, die Schützin hat auch getroffen, gell? Also, bitte. Ich fand eigentlich jetzt hier guter Schutz, aber leider müsste ich zu weit vor. Jetzt hängt er da hinterm MG und hinterm Cold.
Wärst du auch hier in Schutz? Nein. Nur hier, ne? Also gut, dann pass mal auf. Nehme ich dich trotzdem hier rüber. Auszoomen. Ich könnte ihn. Oh, I actually managed to sneak up on someone. Ich könnte auch hier einen Schuss machen, ne? Und zwar wirklich oben. Ja. Oh, sogar einen richtig gezielten. Auf die Arme oder auf den Kopf? Oder Oberkörper? Oberkörper. Das ist immer noch in die. Ja, aber natürlich. Ich sag doch, wir müssen ein Scharfschützengewehr für MD besorgen. Ich hab einen, ne? Ich müsste nur mit dem Colt wechseln. Ja. Ohne Scheiß, Alter. Dann kann Barry seine MP5 zurückhaben. Ach du, ich kann mich sogar hinlegen noch, ne, oder? Ne, kann ich nicht. Bereit. Bereit. Die Scharfschützin hat noch 5 Punkte, warum? Ja, zu spät. Oh ne, nicht zu spät. Kannst du den pinnen? Zeig mal, ja, 5, ja, kann ich. Dann pin ihn. Dann wird jetzt eh aus der Hüfte rumballern. Und außerdem wird er. Oh, das ist noch. Ja. Okay, gepinnt, jetzt bin ich auch bereit. Bitteschön. So, er löst Gegenfeuer vom Vigo aus. Da trifft ihn noch ein bisschen. Muss ein anderer, ist der abgehauen oder was? Oh, der macht das. Oh. Okay. Wissen wir. Gut, so, Bunz hat vorbeigeschossen, kacke. Okay, was ist hier passiert? Lass mich mal gucken. Da hat eine Feuerzone gelegt, und zwar auf Colt und auf MD. Die zwei sind also erstmal gesperrt. Ja. Kann Bunz schießen auf den Typ? Kann die einen guten Treffer landen, von wo sie ist? In seine Birne rein, am besten. Ah, der hat sich hingelegt, die Sau. Ja, da hat das MG genauso in Anschlag gebraucht wie Igor jetzt. Ich müsste ein bisschen laufen. Dann tu das, was du für nötig hältst. Es ist wichtig, dass du jetzt gut triffst. Ja, ist egal, ich gehe hier rum. Du darfst aber nicht in das rote Feld laufen, egal was du tust, sonst fangen die anderen zu. Also in sein rotes Feld darfst du nicht laufen. Ja, kein Problem. Dann gehen wir erstmal auf die Knie. Dann zieh dich ein bisschen besser. Triffst du ihn aus den Knien? Hä? Triffst du ihn aus den Knien eventuell? Ja. Ja, das ist ja egal. Ja, ich laufe sowieso. 2 Schuss hätte ich sowieso nicht. Doch, er hat immer noch. Sie hat immer noch 12. Ich guck mal. Ja, ein Schuss kostet aber 7. Ungezielt. Nee, dann nehme ich die Bewegung in Kauf. Und gebe ein bisschen mehr. Er müsste ja sowieso sein. Order accepted. Ich komm zu Igor rüber. Und jetzt zieh ich mir seinen Kopf mal an. Easy. Easy, echt jetzt. So easy ist es aber nicht. Der wurde ja schon ein paar Mal getroffen, ne? Ja, schwach. Wird er angezeigt. Wenn du ihn gut triffst, sollte er sterben. Und so ein Bauchschuss, ja. Ich sehe es nicht. Bunz, du bist nutzlos! Was ist denn los? Die hat wirklich nicht. Lass mal eine Salve mit Igor jagen. Colt und Barry sind auch noch da, ne? Ja, ich versuche mal eine Salve mit Igor, vielleicht treffe ich ihn. Probier's. Ich habe ihn gestreift, mehr nicht. Ich könnte noch mehr schießen, aber ich will auch nicht zuvor von der Munition verballern. Ja, ich weiß. Wie sieht's aus, Barry? Du hast deinen Revolver in der Hand, damit wirst du wahrscheinlich nicht treffen. Höchst unwahrscheinlich. Ich mach mal eine andere Sichtung, das ist so blöd gerade, wegen dem Baum. So, da ist er. Da sind alle von uns. Warte mal, bevor du die bewegst. Nein, Barry ist ohne zu sehen. Passt. Barry kann versuchen, einen Einzelschuss in die Arme oder Beine. Komischerweise sehe ich nur Arme und Beine von ihm, wie auch immer das möglich ist. Hau rein. Fett vorbei. Jawohl. Live vorher, hat ganz vergessen, Mann. Ja, komm, da haben wir auch über einen Arzt gesagt und dann hat er getroffen. Ja, aber die trifft wirklich nicht gut, die ist schon. Die ist halt die Technikerin, die ITlerin, die Hackerin.
Okay, dann kann ich denn nicht jetzt mit dem Colt schießen. Ja, Live-Feuer ist vorbei. Also wenn du mit dem Colt schießt, wird er feuern. Ist das Problem mit seinem Maschinengewehr. Es ist allerdings so, dass da ein Huppel und ein Baum im Weg ist. Es kann also sein, dass er nicht trifft, aber es kann genauso gut sein, dass er volle Kanne trifft. Aber ich bin aber eher der Meinung, ich mach das jetzt mal. Wo ist Colt? Ready. Colt ist hier. Wenn ich mich hinlege, sehe ich... Ich könnte mit Igor noch eine Salve jagen lassen, vielleicht trifft er gescheit. Kannst du machen. Bevor wir es riskieren. Ja, das ist Warschauer Packmunition, davon haben wir noch ein bisschen. Ich lasse noch eine Salve jagen, gezielt. Warte mal, ich gehe ein bisschen zurück. Alles vorbei. Ich bin unbesiegbar, ja, das ist so. So ist es halt. Ich kann mich aber auch hinlegen, weißt du, das wollte ich damit sagen. Ja, ich wollte versuchen, ob ich ihn töten kann, weil Igor ungestört schießen kann. Na, verletzt die Seite. Ready to shoot. Alles okay eigentlich. Gut gezielt. Wir haben bis jetzt alle nur auf seinen Körper geschossen. Ich nehme jetzt einen Kopfschuss. Ist mir egal. Fuck. Zwei Verletzungen. Ah, okay, what the fuck. Zerlegt. Okay, jetzt müssen wir gucken, dass wir das heilen und danach trotzdem noch schaffen, diese Waffenlieferung abzufangen. Wir brauchen mehr und bessere Waffen. Okay. What? Guck mal, was die dabei hatten, die Idioten. Eine Hose. Brauchen wir noch eine Hose? Eine sehr schöne Hose. Monica Sundergaard hier. Ich lasse die erstmal hier liegen, dann können wir im Sektor versteckt am plündern. Okay, zwei Verletzungen. Wenn wir alle als Ärzte ansetzen, sollte das eigentlich recht schnell gehen. Leuchtstäbe, die kann er sich in einem... Hast du den oben geplündert? Ja, ja, da waren die Hose drin. Wir gehen jetzt erstmal in Sektorversteck. Ja, das machen wir erstmal. Dann machen wir Schnellheilung. Warum können wir hier keine Operation machen? Operation nicht verfügbar, Trupp ist unterwegs. Ja? Ah, wir müssen die Reise abbrechen. Okay, wir haben die Reise abgebrochen erstmal. Wir machen eine schnelle Handlung. Alle, die heilen können, gehen jetzt hier Kult verarzten. Igor? Igor ist nicht verletzt, aber Igor muss demnächst verlängert werden. Aber wir haben fast 40.000, also das können wir uns leisten. So, da kommt die Waffenlieferung, da unten ist die Diamantlieferung, die werden wir auch angreifen. Dann machen wir beides. Erstmal müssen wir uns hier unten positionieren. Und im Grunde genommen kann ich ja schon mal hier Igors Vertrag verlängern. Komm, sag ja. Komm schon. Hat er schon. Kann wir die anderen auch verlängern, wenn wir schon mal hier sind? Buns hat zugesagt. Wichtig ist, dass sie gesund sind. Live-Feuer hat auch zugesagt, ja. MD. Hat zugesagt. Barry, come on, run up, man. Hat zugesagt. Okay, jetzt haben wir nur noch 8000 von den 40, wo wir hatten. Die werden auch immer teurer, die Jungs. Weg ist es. Deswegen will ich auch diese Diamantlieferung dann, wo das steht, auch abfangen. Die haben 12.000 und das sind Waffen. Da werden wir sehen, was die uns bringen. Jetzt müssen wir halt warten. Oder wir gehen zuerst die weißen Haie angreifen, holen uns die Diamanten und warten dort auf. Und die treffen dort ein auch während dem Kampf? Ja, nee, während dem Kampf nicht. Schade. Wir müssen nach dem Kampf warten. Nee, während du im Sektor bist, läuft die Zeit nicht. Also das heißt, was denkst du? Fertig sind. Wir warten auf die Waffenlieferung oder zuerst Diamanten angreifen. Geh mal die Diamanten angreifen. Es läuft parallel das andere. So, kämpfen. Ich muss dich übernehmen. Und zack. Mach schneller. Dankeschön. Starten. Jetzt starten. Und du warst auf dem Hauptbildschirm. So, auch hier habe ich Infos, dass wir sehen, wo die Gegner sind. Die sind da unten. Und wir starten hier. Achtung an den Zaun. Ja. Das sind Minen.
Das weiß ich noch, weil da liegt auch ein Rucksack hinter dem Zaun, den können wir uns danach auch noch holen. Ich weiß nicht mehr, was da drin ist. Und das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Gegner. Das heißt, okay. Ich platziere meine Typen irgendwo hin. Oh, meine Livewire ist mal wieder müde. Aber das ist egal, das ist die mit Abstand unwichtigste. In einem Kampf zumindest. Okay, ich hab gesetzt. Einsatz. Einsatz. Schließen. Schließen. Ist mir scheißegal. So, schleichen. Schleichmodus. What next? Anklippen und einmal haken. So, dann suchen wir mal einen Weg, die Typen da zu überraschen. Hier ist eine schöne Klippe, auf die man sich zurückziehen kann, mit Deckung sogar. Oh, die kommen hoch. Nee, tun sie nicht. Ich halte nicht mal nach dir jetzt. Lass das ja, muss selber immer einen Weg finden. Du gehst dahin, du nimmst Igor mit, Livewire. Was mache ich mit dir? Livewire. Du gehst hier hin. Hast du diesen Platz schon eingenommen? Wie sieht's da drüben links aus? Wohin geht denn die? Ja, Igor wird aber, die geht da vorne irgendwo hin, aber in Deckung, so dass sie keiner sieht. Okay. So Igor wird sich jetzt von dort wieder verpieseln. Dann habe ich erstmal nur pro forma dahingestellt. Igor will nämlich weiter vorne stehen, technisch gesehen. Okay. Ah, oh, sind sie aber nett. Nee, sind sie wirklich nicht. So, Igor hat sein Plätzchen gefunden. Quiet and efficient. Ich hab mal den Scharfschützen positioniert. Ja, da ist gut dort. Ich nehme den Colt rüber zu Barry. Vielleicht sogar. Barry geht aber auch weiter vor zu Livewire, merke ich gerade. Found a hostel. Rüber? Ja, der will nämlich Granaten werfen. Das ist eine gute Idee, die haben sich gerade auch dort verpieselt. Ja, deswegen. Ich komm dann rüber. Zur gleichen Zeit nehme ich dich da runter. Der liebe Arzt geht jetzt da runter. Zeig mal, wie das hier aussieht. Ist das so im Groben und im Ganzen. Nee, Cole steht bisschen offen. Allerdings ist es auch so, dass der Igos Platz haben kann, denn Igor macht jetzt Platz für ihn. Igor benutzt gerade seine Schrotflinte, aber ich würde jetzt fast schon mit einer Granate pullen, wenn ich ehrlich bin. Natürlich kann ich so weit nicht werfen, was er sonst. Okay. Warten wir, bis sie wieder enger zusammen sind. Okay. Jetzt haben sie sich wieder ausgestreut. Düdüt. Komm schon. Kommt mal alle zusammen hier vor, dann gibt's eine fette Granate. Ja, ich kann die nicht so weit werfen von da, wo ich bin. Ist das jetzt Problem. Kommt nur einer. Ja, jetzt kommen sie überhaupt nicht mehr vor. Geduld ist das halbe Leben. Ist die Frage, ob wir wirklich mit der Granate pullen sollten jetzt. Ja, ich mit dem Scharfschütze komme ich jetzt nicht dran. Nee, der Scharfschütze von dir, da ist, glaube ich, ein bisschen zu weit weg im Moment. Ich kann aber näher holen. Aber auf der anderen Seite, wenn die angerannt kommen, ist das vielleicht auch optimal. So der Plan. Barry, kannst du irgendwie es schaffen, dort hochzugehen, ohne dass sie dich sofort sehen? Ich meine, Barry kann ja diese Mine, die da liegt, entdecken. Da liegt sie schon. Bleib aber mal unten, der eine traut sich wieder vor. Die Mine habe ich schon mal entschärft. Barry, du legst dich mal hin. Gute Idee. Und dann wird geschlichen. Macht das auch mit dem Igor. Ich will eigentlich unbedingt diese Wichser alle mit einer Granate erwischen. Mal gucken, was funktioniert. So ist der Plan. Da hinten kannst du auch was plündern. Ja, das ist der Rucksack, aber, von dem ich gesprochen habe. Ja, dann kannst du mal, reinglupschen. Aber ja, jetzt hast du wirklich eine gute. Ach, da kommen Keramikplatten, die können wir später verwerten. Das ist für Rüstung abzugraden. Hier, komm mal. Kommst ran jetzt oder kommen die jetzt alle doch darüber gelaufen? Igor. Die vier könnte ich jetzt erwischen. Jetzt laufen sie wieder auseinander. Warte mal, vielleicht werden es 5, 6 auf einen Schlag. Jetzt! Ah. Zu spät. Jetzt fliegt die Granate. Ja, es passt vielleicht. Drei Stück. Das war so cool! Ich wünsche mich aber dort verpiesen, ja, jetzt.
Der wirft sich jetzt auf den Boden im Grunde genommen. Oder du bleibst ohne, wenn sie keine Granaten haben. Die haben zwar, aber was ich eigentlich vorhab, das kostet mich 2 Aktionspunkte hier rüber zu rennen. Und dann könnte ich noch kriegen von hier, ne? So, jetzt ist die Frage, Igor. Machen wir Maschinengewehr-Action oder machen wir nicht Maschinengewehr-Action? Was macht Ding da hinten? Der Colt hat sich nur bewegt, dass er den anderen, den einen zumindest hier mal in Visier nehmen kann, der ja. Schäge. Ja, das ist gut. So, die anderen sind noch unbewegt. Ist halt die Frage, wo die jetzt hingehen, weil die haben die anderen Typen noch nicht gesehen. Ich kann ja mal mit dem Colt mal scharfschützemäßig als ja. Link den mal versuchen. Ja, 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 ja. Dann gucken wir mal. Ich meine, normal ist das gut. Aiming. Ist es klappen. So, anvisieren. Geht doppelt nur. Ich werde Oberkörper nehmen. Ich will Oberkörper. Zeig her, Baby. 35. Was tut? Er liegt wieder. Sehr so, gut. Der hat sich schon mal umgedreht. Ja, ja, ich könnte jetzt auch mit Livewire eine Salve reinjagen. Okay, einfach so. Ich will mir nur noch genug Punkte übrig lassen, um mich hinzuschmeißen. 8 von 9 Punkte, das du heißt, es geht. 2 oder 3 Stück. Außen ja, ich lasse jetzt eine volle Salve da reinjagen. Hau rein! Der hat einen Todekopf, Maurateur. So, ich tue mich aber auf den Boden schmeißen mit Livewire. Ja. So, Igor macht jetzt etwas Riskantes, nämlich das, was er gerne macht. Ja. Wechselt auf sein Maschinengewehr, geht einen Schritt vor. Ja, zeig das doch mal. Und platziert seine Todeszone. Die sehen ihn jetzt alle. Okay, was sie aber nicht wissen ist, Colt hat 0. Wie sieht's mit dir aus, Ätzchen? Ja, jetzt geht die ganze Action davon ab. I will try to remain hidden. Du kannst nicht viel machen. Zeig mir ja Bundeswesen deine Reichweite. Die kann die wahrscheinlich nicht sehen von da oben. Aber die werden jetzt vorgerannt kommen. Vielleicht machst du einfach Feuerschutz. Wenn sie so weit kommt überhaupt. Die braucht endlich das Gewehr aus dem Wilderer Lager, aber da kommen wir noch lange nicht an. Oh, nicht schlecht. Die haben aber ihn gesehen, ne? Aber ja, das ist nicht mal schlecht. Ich tue auf jeden Fall. Wir haben auch die Livewire gesehen. Die wissen auch das Livewire durch. Dann nehmen wir mal hier das zum Beschuss. Und MG, du auch, oder? Das ist ja dein neues Baby. Sag mal ja, sehr schön. Nimm mal auch die kleine Öffnung, vielleicht. Welche? Die nebendran. Die falls hier? Sie sich entscheiden, zu Livewire hochzurennen. Sag mal ja, du hast recht, da ist ein Hügel. Ja. Zu spät gesehen. Aber egal. Noch nicht ganz. So, er hat auch 0. Nur noch Igor hat 6 Points. Ja, Igor hat aber das Maschinengewehr gesetzt. Barry hat sich hier gelegt. Colt liegt. Barry und Livewire und Colt liegen. Also auf dem Boden quasi. Barry wird aber im nächsten Zug wieder dazukommen. Ob mit einer Granate oder mit Feuer, weiß ich noch nicht. Schon mal sehen, wie die sich verteilen. Igor wird mir ein Maschinengewehr öffnen, der braucht dazu aber noch ein paar Punkte, damit er wenigstens ein paar Mal schießen kann. Ja. Ja, der Igor liegt jetzt sehr gut. Gut, bereit. Ich hätte auch zwar gerne meine jetzt dort, wo unser Medizinmann Michael ist. So, was geht ab? Zack. 4 und 16. 2 Treffer. Fast tot haben wir einer. Jetzt ist er. Ins Feld da, rückwärts. So, Igor hat jetzt seine 2 Schüsse gemacht, der rennt hoch. Der kommt. Scheiße, jetzt. Da ist aber hinter dem Berg, dass er da ja, nicht trifft. Ja, das hat er aber klug gemacht, muss man auch sagen. Ja, das rafft die KI schon. Da wird jetzt auf Igor schießen. Und, ah, trifft er noch mit also. 11 hat er getroffen, auf der Seite habe ich es gesehen. Schade, ich kann nichts machen, das Bild ist halt so. Das hat er vorbeigeschossen. Was wird der machen? Auf Igor schießen. Yes. Igor hat einen 11 von 9er gekriegt, wir sind dran. So, was machen wir jetzt? Ich habe Barry hier oben, der könnte natürlich jetzt sich hier vorschleichen. Du kannst ruhig eigentlich. Looking for stealth kill position. Viel Blauhusch, aber nicht zur Auswahl. Okay, lass mal, wir gehen wieder rüber zum Code. Ich habe jetzt extrem geiles Schussfeld mit Barry auf die 2 vorne. Zeig mir, dann mach mal. Da ist Barry, da oben wartet er.
auf dem Felsen. Naja, extrem geil, an die sehe ich nur den Coup. Ich werde auf den hier schießen. Auf den, ja. Mach. Der ist aber gepanzert. Hm, ich habe auch Hohlspießmunition geladen. Einzelschuss. In die Arme oder in den Kopf. In den Kopf. Versuch einen Kopfschuss. Aber da mache ich nicht bei dem, sondern bei dem hier. Okay, du bist gerade rüber. Hey, das sieht man, wenn du das machst. Cool. Oh, Barry. Oh, Barry. Super Granatenschmeißer, ja. Der braucht eine Kippe, da muss ich erstmal eine reinziehen hier, ey. Ein Whisky dazu. Dann passt das, ey. So, okay, ich mach mal was. Wir können der gefährlichste sein, der, ne? Na, legen wir vergleich gefährlich. Maurateur. Der ist fast verletzt. Egal. Drückst du den Maurateur, der da vorne steht, wo ich mit Barry versucht hab? Achtung, ich komm jetzt. Nochmal. Oder sieht vielleicht sogar Bunz ein. Bunz guck ich noch, aber Bunz ist zu weit weg. Noch. Ich gehe mit dem Colt jetzt ein bisschen vor. Was ist denn das für eine? Was ist eine LL? Der Legant? Was macht denn der? Legant, das ist ein Named. Scheinbar. Das ist Legant, das ist ein Sonderding. Das ist ein benannter Charakter. Okay, kein Problem. Dann ist da hinten der Grenadier, an den komme ich aber nicht dran. Entweder Maurodeur oder L'Elegant. L'Elegant, der ist aber dir wirklich schon fast im Weg, gell? Der läuft. Also mit dem Igor werde ich auf jeden Fall auch ein paar Salven jagen lassen. Eine, um genau zu sein. Ich weiß aber noch nicht, auf wen. Ich schaue mal den jetzt. 10, 43 Schaden auf 17. Kopf ist ein bisschen schwer, so, aber ja, wenn du ihn triffst, sieht gut aus. Hostel. Ja. Sehr schön über. Lass mich mal mit Igor eine Salve jagen. Mach mal. Ja, ich hab irgendwie die falsche Munition geladen. Egal, ich schieße jetzt auf den L'Elegant eine Salve. Das ist ein Doppeltreffer. Fast tot. Die Frage ist: Igor könnte nochmal, aber was kann die anderen für uns tun? Livewire könnte bis hier vorkrabbeln und eine Salve jagen lassen. Okay. Wenn ich ehrlich bin, die hat 9mm Munition, davon haben wir genug, das versuche ich jetzt zuerst. Die wird wahrscheinlich nicht treffen. Ich versuch's trotzdem. War mir klar. Okay. Kann Bunz den fast Toten da sehen? Leider nicht. Kann sie ihn anvisieren? Das ist ziemlich weit oben, die Reichweite, siehst du? Ah, die wird ihn wahrscheinlich nicht treffen. Der ist auch hinterm Hügel, vergiss es nicht. Die muss vorkrabbeln. Ja, das mache ich ja. Halt! Achso, ja, abbrechen geht auch, ne? Hast du gesagt. So, liebe... Die erstmal aufstehen, ne? Ich würde gern mit Igor wahrscheinlich in Deckung kriechen, wenn ich euch bin. Seh ich dich? Ja, mach doch! Ich muss leider... Eigentlich habe ich ihm den verdammten Punkt gegeben, dass wenn er nicht in Deckung steht, aber da steht halt in Deckung. Ich nehme die Runa, die kann jetzt nicht viel machen. Oder soll ich noch eine Salve feuern auf den L'Elegant? Probier's mal, aber nee, mach lieber Sperrfeuer. Also Dings, Schutz. Da hat Schutz automatisch, mit dem MG, wenn es platziert ist. Ah, okay, dann hau rein. Wir haben nur noch MD übrig. MD, MD ist Michael klar, hier. Was er macht. Oh, diesmal. MD, jetzt nimmst du mal das so. Wenn du die zu lang machst, schießt er zu früh und dann sind sie noch unten und er schießt in den Boden. Ich würde das so kurz machen, dass sie schon fast oben sind. Hier, ne? So ungefähr. Ja, so ungefähr, ja. Vielleicht noch ein bisschen rüber, weil die nehmen bestimmt den kürzesten Weg. Ja. Wenn sie den Weg nimmt, wahrscheinlich fertig bereit. So, ich fürchte, du musst noch eine Runde aushalten, Igor. Cold. Die rennen bis darüber. Und was schießt denn da? Da schießt von hinten auf Igor mit einer Waffe, mit einer Kurzwaffe. Ah, ja, klar. Du hast es nicht mal sehen können, ne?
Jetzt kommt einer. Barry, oh, das ist Barry. Ja, ready to, do stuff. Ja, aber das hat keine Verletzung verursacht. Gott sei Dank. Pass mal auf, Barry hat mal wieder ein offenes Schussfeld. Zeig mir, Barry. Da ist er. Da denk aber auch hinter dir kommt. Ja, aber da trifft Barry nicht. Der kommt aber, außer er kann... Wer, aber wer kann denn noch treffen? Wie ist es bei dir? Den, den Vordere. Ja. Den hole ich mir jetzt. Livewire könnte dann auch treffen, eventuell. Der ist jetzt da und hat sich hierhin verpieselt. Eigentlich müsste ihn der Dings jetzt locker treffen. Und wer? Igor trifft ihn auf jeden Fall nicht. Ready. Ach, das ist doof von ihm, da müsste ich hier rüber gehen. Scheißegal, ab. Wenn ich wag, der nicht gewinnt. Wenn ich wag, der nicht gewinnt. Richtig? Gucken wir mal. Okay, mehr geht da nicht. Eigentlich sieht's ja gut mit mir, aber Cover. Du müsstest dann ein bisschen sitzen. Nicht gut, aber... Kopf ist frei, Oberkörper aber auch. Mhm. Der ist unverletzt allerdings, ne? Ist unwahrscheinlich, dass ein Oberkörper ihn tötet. Aber ein Nichttreffer auch. Ja, ein Steintreffer wird ihn wahrscheinlich ja, auch. Ja, jetzt hängt er nur an der Salve, ja, komm mal. Pass mal auf, was mach ich mit Livewire? Kann nur auf den gehen. Lass mich mal die 9mm Munition von der Livewire reinballern. Scheißegal, mach die kostet nichts, aber nochmal so viel. Vielleicht kann ich ihn verletzen. Den Winkel, mal gucken, was er trifft. Oh, Livewire, ich war's, geh heim einfach. Das war schon ein komischer Winkel. Aber ich sag dir, was ich jetzt mache. Ich gehe jetzt, entweder gehe ich, ist das ein schön, da kann ich nicht drauf, ne? Okay, dann machen wir volles Risiko, mir egal jetzt. Ich will spielen. Aufstehen. Oh, da ändert sich alles. Jetzt habe ich ein blaues Feld, Alter. Wenn ich jetzt hier hingehe. Das wird aber knapp, ey. Kopfschuss, wenn schon. Kopfschuss. I got this. Come on. Du jetzt riskierst du aber alles. Ich riskiere jetzt alles. Kannst nicht mal zielen. Hä? Kannst nicht mal zielen. Und wenn der vorbeigeht, steht die komplett offen. Die hat 7. Ja, der Schuss kostet 7. Das heißt, wenn die jetzt schießt und vorbei schießt, steht die mit 0 Aktionspunkten komplett offen. Ja, steht so. Aber sie trifft. Genau. Du, jetzt fehlt nur noch der Onaafe da hinten, ne? Lass mal Barry Ungar versuchen. Barry? Ja, Barry. Das hat Barry super gemacht. Gut geschafft. Ja. Diamanten, wo seid ihr? Wo sind sie denn? Einer der Typen trägt die rum. Hier, ich verkaufe die auch gleich für 12.000. Was? So, hab ich schon. Mist. Egal. Noch eine Hose, ein paar Rohrbomben. Ich tue jetzt mal alle aufdecken. Hier ist noch irgendwas. Nicht, dass ich aber eine Mine baue. We're moving. M16 lange. Aber wir haben keine Munition für die M16. Die verbraucht nämlich 5,56 mm. Okay. Die müssen wir noch finden, die Munition. Aber die Waffen nehmen wir auf jeden Fall mit. Na klar doch. Da hat noch das. Wir gehen gleich ins Sektorversteck, um alles zu plündern. Hier sind noch mehr von diesen Upgrades für... Upgrades für Klamotte. Was hat der Typ da hin? Munition kann ich sofort nehmen. So, wir haben eine absolute Mangel an NATO jetzt Munition. Wir haben noch 7 NATO-Schuss. Okay. Das heißt, Igor, du kannst mal aufstehen. Von mir benutzt eigentlich nur Barry derzeit. Derzeit NATO, aber da hat auch ein Revolver, auf den er wechseln kann. Das wird er auch meistens machen. Und er trifft eh nicht so gut.
Und die zwei Scharfschützen benutzen jetzt im Moment nur NATO-Munition, bis sich das geklärt hat. Ja, ich habe ja einen Scharfschützen. Ja, im Prinzip sind beide Scharfschützen jetzt und das sind auch die einzigen, die im Moment NATO-Munition benutzen dürfen. Ich entlade mal Barrys Waffe, damit wir Munition kriegen. Okay. Da, und dann wechselt Barry auf seinen Revolver halt erstmal. So, und jetzt gehen wir. Haben wir einen Verletzten? Ja, Igor hat eine Verletzung. Ja. Wir drücken M erstmal. So, jetzt gehen wir ins Sektorversteck. Sektorversteck, wir haben das Zeug hier gefunden. Also Mikrochip nehmen wir auf jeden Fall mit, der wird später noch wichtig. Okay. Wir haben eine Hose, wir haben das hier. Wessen Rüstung können wir verstärken? Flak-Rüstung ist zu schade, wir nehmen das nur mit. Wir nehmen das erstmal nur mit hier. Die sind selten, die Platten. Und das kann man verwenden. Das können wir verwenden. Können wir kombinieren. Momentan das trägt Barry, das trägt Colt. Wir verstärken die Rüstung von Colt. Was hat denn deine Kleine? Die trägt noch gar keine Rüstung. Naja, dann wird's mal Zeit, oder? Nee, ich habe keine Rüstung gefunden, außer eine Hose. Die Hose kann ich jetzt? Ja, die Hose. Aber erstmal, das ist nur eine Verstärkung. Die Frage ist, wessen Rüstung verstärken wir? Barry oder Colt? Colt ist eigentlich Scharfschütze. Vielleicht Barry, weil der immer vorne steht. Ja, Barry muss auf jeden Fall verstärken und der Igor. Und der Colt. Igor hat schon, glaube ich, Igor hat noch keine Verstärkung. Wir haben noch zwei Hosen. Live. Naja, die trägt doch Flak. Das stimmt gar nicht, dass sie gar nichts trägt. Ich habe gelogen. Warum hast du gelogen? Hab ich verpeilt. Okay. 40er Schock, das ist die Waffe, die nehmen wir auf jeden Fall mit. Ja, Igor, du musst die jetzt schleppen, hast Pech gehabt. Die zwei Rohrbomben kann auch gewinnen. Der Kräftige. Und die zwei Hosen. Wer trägt denn von dir noch gar keine Hose? Die 46er zerlegen wir. Keine Hose trägt momentan meine Scharfschützen nicht. Ja, dann sollten sie die 71er erstmal nehmen. Der Arzt trägt keinen Helm und der Colt, der trägt alles, aber das Schwächste von allem. Ja, das ist bei mir aber genauso. Aber dann lieber die eigentlich Kohle. Hat nur der Arzt Kevlar-Rüstung. Ich nehme mal die Sicher mal rein. Ja. Reparieren ist sowieso nichts, ne? Ich weiß nicht, wie viele Teile haben wir. Ich 11. Ja, müssen wir gucken. Erstmal müssen wir Heilung auslösen. Machst du das oder soll ich das machen? Mach ich jetzt schnell. Operationen. Okay, mal durch. Verletzungen behandeln. Bunzu mit. Heilen jetzt Igor. Starten. Und ich guck mal, ob ich was reparieren kann mit Barry und Lifewire. Wir haben eine 71er Hose. Können wir die reparieren? Ja, können wir. Wir haben eine 70er Brustteil. Das können wir auch noch reparieren. Naja, warte mal, da gehe ich rüber zu dir. Halt, der große Bildschirm bitte. Ja, das sind die Teile, die wir reparieren können. Vielmehr können wir das Gewehr hier wieder richten, bevor es hängen bleibt. Das kostet nichts, das ist gut. Den Arzt seine Kevlar-Weste, das kostet auch nichts. Solange man die rechtzeitig repariert, kosten die Dinger nichts. Bist du sicher? Ja, guck, immer noch 4. Okay. Die MP5. Das kostet immer jetzt 15 Stunden. Ja. Ich repariere halt, ne? Ja, 15 Stunden, was soll's. Wir warten jetzt eh hier auf die andere Truppe. Die ist ja da unterwegs, die Waffe. Die ist da. Ja. Da läuft und jetzt musst du noch aus dem Menü rausgehen, sonst läuft sie gar nicht. Jo, alles klar. Du bist da drüben. X, los geht's. So, Heilung ist durch. Die Zeit bleibt stehen, während du dir das anguckst. So. Die Reparatur. Die ist auch gleich durch. Jetzt können wir gucken, ob wir noch was reparieren können. Okay, die sind noch nicht da. Das Schiff ist. Oh, Lifewire muss die Erholung noch beenden. Ich kann nicht weiter reparieren. Wir warten jetzt einfach, bis die hier ankommen. Ja, kein Problem. Lifewire ist nicht mehr müde. Hoho! Jetzt kann ich mal gucken, ob ich noch was Kleinigkeiten reparieren kann. Das war aber auch wirklich viel zu viel für die Hackerin da. So, was hätten wir noch? Wie gesagt, die Kosten, das kostet nichts, die zu reparieren, keine Bauteile, die zu reparieren, solange man es rechtzeitig macht. Also wenn man sein Gerät in guten Schuss hält, kann man ohne Bauteile alles reparieren.
Na, hau die auch mal rein. Da läuft's jetzt. Läuft. Ich kann sogar noch mal. Was bleibt denn übrig noch überhaupt? Alles. Wir reparieren jetzt alles, was wir haben. Alles schön auf 100% ist. So, okay. Und jetzt kommt auch schon die Truppe. Die kommt immer näher, ja. So, wir haben jetzt alles repariert. Wir sind im bestmöglichen Zustand. Na gut, sei doch. Warten wir auf diese Knippel hier. Was hat denn der jetzt für ein Problem? Will er nicht? Okay, will nicht. Du? Und bumm. Ist auch nicht okay. Gut. Waffenlieferung. Ein Scharfschützen-Veteran. Okay. Zwei Grenadier-Veterane, die sind also deutlich härter unterwegs, und vier Marodeur-Veterane. Das müssen wir also jetzt ein bisschen cleverer angehen. Jetzt gehen wir auf Kämpfen und gucken wir mal, was für einen Platz wir belegen dürfen. Okay, Start. Das ist aber das schwule Scheiße. Wir haben hier oben. Oh mein Gott, wir müssen uns hier unten platzieren, ehrlich. Warte mal, ich habe aber Infos. Das ist jetzt nett. Ah, warte mal, wo, erstmal. Ach, weißt du, wie schlecht das wird? Die sind genau neben uns, wenn wir starten. Ob das so schlecht ist, ist die andere Frage. Wir haben die voll im Kreuzfeuer, wir können die links und rechts. Die haben nur einen Weg durch den Tunnel durch. Ja. Und wir können uns direkt vor dem Tunnel platzieren. Wenn sie nicht anfangen zu klettern und Hubschrauber und Drohnen können zu schießen. Können sie nicht. Igor, du willst doch nicht. Ja, Igo geht auf jeden Fall vor, der wird auf seine Schrotflinte wechseln. Livefeuer, du gehst irgendwo so weit wie möglich zurück. Hier ein bisschen, das war Barry. Barry geht hier hin, Livefeuer geht hier hin. Einsatz machen, dann tue ich hier, was wir dann jetzt, schließen. Schließen. Jetzt hast du deine schon platziert. Versteck sie und platziere sie schnell. Ja, ist ja gut. Die kommen, die kommen. Wo bist du denn? Darüber und dann alle mal runter. Kampf hat begonnen. Mit wem? Intruders! Alarm! Die haben uns entdeckt. Haben sie dich echt entdeckt? Oder dich? Weiß es nicht. Nö, der Barry ist da sich im Sichtfeld. Boah, die schießen auf Livefeuer lange. Livefeuer ist eine Stehendeckung. Warte mal. I am not sure I can handle this many enemies. So, Baby. Also das ist jetzt eine Einladung an eine Granate. Sorry, wenn das keine Granate würdig ist, weiß ich nicht was. Zeig mal her. Oh, ja. Oh, stop it, man! Du bist dran. Ja, ich guck mal, was du jetzt getrieben hast. Ich könnte noch mit der Schrotflinte da reinballern. So, Schrottpatronen mit Igor oder was? Ja. Ich bin dran, erstmal tue ich mal meine Scharfschützen, hängt eigentlich steht, gut. Wie steht, die gemacht? Alle treffen lange. Das gemacht. Weiß ich nicht, okay, dann gibt es keine Frage. Ach, du bist so ganz weit hinten, oh je. Warum? Ich hab gute, ich sehe sie alle. Super. Und ich bin wieder ohne Schutz hier vorne. Du redest vielleicht ein Blödsinn, ich kann mich doch noch bewegen. Alles gut. Lass mal auf, also, der verletzte Maurer-Veteran. Lass mich erstmal noch mit der Schrotflinte einmal reinhalten, dann sind sie okay. Alle offen, verwundet, blutend und ohne Deckung. Weil das ist der Dieb auf den, die Schrotflinte trifft immer, das ist ja das Schöne. Die Schrotflinte, wie die funktioniert, die hat zwei Schüsse sozusagen. Der Kegel, der trifft immer. Mhm. Und der normale Schuss, der kann auch vorbeigehen, der dann Hauptschaden macht. Aber der Debuff von der Schrotflinte kommt vom Kegel. Dann hau mal rein. Wir sind jetzt alle ungeschützt, Blutung, was auch immer, ja. Das war willenlos eben, ich habe nur noch 16er gesehen, wie beim Dartspiel für einen Check, ey. Wirklich, ey. So, jetzt, der Vordere geht mir auf den Sack. Mach du mal was. Der ist schon gezielt, der Schuss, weil ich schon sitze. Ah, ich sehe das aber schlecht, aber dem sein Kopf sagt gerade Hallo zu mir, also jetzt mache ich mal. Hoffentlich mal. Ja. Das war die Wand. Warte mal, ich nehme den mal in Schuss. Das ist vielleicht ein Hannebande. Er ist es wieder. Pass mal auf, diesmal schieße ich dir die Arme weg. 61, 67, 36. Blutung hat er ja schon.
Okay, wir basieren Kopf an. Titit. So. So, jetzt. Cold. Ready. Cold, mein Freund. Du gehst erstmal auch zu ihr rüber. Aber legst dich hin. Aber erst dann. Rüber. Du legst dich hin. Und so Dings mache. Schutz mache. Reicht das mir? Dann schießt er öfter, muss gucken. Nee, doch, wird lange. Vielleicht so, dass auch die Scharfschützen belegt sind. Ich weiß es nicht. Ich mache ja, wir haben ja noch MD und Livewire, wo Schutz machen können und wahrscheinlich auch machen werden. Und der könnte vor allem die Scharfschützen erledigen. Guck, dass du so viele wie möglich rot hast. Wenn ich den da drüben, ist nur einer. Wenn ich hier reingehe, alle. Ja, so, das ist ein guter. So, Livewire, wird dir einen Schritt vorgehen und sich hinlegen oder hier in Deckung bleiben? Ist die Frage, hier hat sie auch Deckung. Guck mal, ob du rumkommst überhaupt mit der Deckung. Das wäre cool mit Deckung, auf jeden Fall. Oder von hier, da hat sie noch bessere Deckung. Die bessere, probier's. Hier geht's vor allem um die vorderen. Ja. Gut. Das Igor kann sich noch auf den Boden schmeißen. Lass mich mal kurz mal noch, ich habe ja noch einen. Der Barry hat noch 5 Punkte, denk drauf. Der kann auch noch Feuerschutz machen, ja. Allerdings hat er nur einen Revolver. Du könntest hier, wie ist denn das hier? Zeig mal her. Das wird schlecht. Dich hätte ich jetzt am liebsten dort gehabt, aber so ist es halt. Es muss schnell gehen. Und wie sieht's aus? Wenn sie rüberkommen. Das müsste okay sein. Okay, bereit. Null. So, Igor schmeißt ihn noch auf den Boden. Okay. Und dann sind wir bereit. Bereit. Los geht's. Treffer. Scharfschütze liegt. Er rennt zurück, das ist okay. Ach, ja, okay, verpissen könnt ihr euch erstmal. Ihr müsst ja doch wieder hier rauskommen. Die haben wirklich keinen anderen Weg, die haben Schweine jetzt. Livefeuer. Livefeuer hat einen erledigt, Alter. Ich glaub's so nicht. Jetzt gibt's Punkte. Hey, der hat getroffen, das zweite Mal. Barry. Oben im Kult, Alter. Geil. Barry hat über den Kult die Seite geballert, Alter. Der Bonanza Man. Nochmal. Aber diesmal vorbei, Leute. Schade. Der ist alt geworden, halt. So, da wird schießen auf Igor, verdammte Scheiße. Shit. Der aber nicht. Oh, der wird auch Barry schießen. Barry schießen. Okay. So, es ist Zeit für den nächsten Schrotflintenschuss zu Beginn. Zeig mal her. Ich kann nicht beide anvisieren, so wie es aussieht. Ich muss mich etwas bewegen. Ich würde gern beide treffen, weil dann fallen beide. Ich hab mal ein bisschen anvisiert. Ja, ich kann nur einen. Egal. Der hintere wäre besser gewesen, den vorderen hätte ich gesehen. Ja. Okay, wobei die Claire, die trifft ja inzwischen, ne? Das war Barry. Barry hat seine Rache genommen. Ja, das heißt. So, warte mal, ich passiere noch eine Feuerschutz. Gordolvic geht in Deckung. Kriegen die Flug nix, ne? Ach, pass mal auf. Acknowledged. Der Kosch 77 habe ich noch. Maschinengewehr haben wir jetzt nicht mehr, ne? Ich drehe das mal rum. Doch, wir haben Maschinengewehr, aber Igor hat gerade seine Schrotflinte, damit die Munition ein bisschen geschont wird. Okay.
Bruns, Bruns, wo ist der Strunz? Los geht's. Monika, du... Dich will ich hier haben. Change your position. I will try to remain hidden. Ja, ja, die sind gut, wenn sie da rauskommen. Achtung, jetzt kommt noch ein bisschen verdeckt. Ja, aber doch. Kann ich sowieso nur ab hier. Zack. Okay, ich bin fertig. Bereit. Bereit. So, kommt der Schweinepriester. Also, einer kann mal... Treffer. Vorbei. Ein Treffer. Zwei Feuer. Schießt voll gegen den Stein einfach nur. Der andere kommt vor, hat den getroffen, obwohl... Okay. Running low on ammunition. Das gibt's doch nicht. Bunz hat irgendwie einen Knick in der Optik. Ich weiß nicht, die ist jetzt. Die ist sauer, vielleicht weil wir dem anderen einen Schatzschlüssel gegeben haben. Die wollen Ego tot sehen. Das ist ja beleidigt, der ja da. Aber okay, der eine ist verblutet schon mal, da steht nur noch einer. Wenn du willst, mach, und sonst rutscht ich ihm wieder Schrotflinte um, wenn ich ehrlich bin. Jetzt will ich, nee, gib die Ehre der Bunz. Die soll jetzt am Montreffer landen. Bruns, mach mal was. Okay, wir haben zwei kleine Verletzungen, aber nichts Schlimmes. Das dürfte sich schnell erledigen. Jetzt zeig mir mal diese tolle Waffenlieferung. Ja, zeig mir. Genau. Gibt's was Gutes? Waffenlieferung kann geöffnet werden. Und diese, wir haben auf jeden Fall eine zweite MP5. Die nehmen wir auf jeden Fall. Das ist für, wie heißt die, Livewire. Okay. Die nehme ich dann und die kann geöffnet werden. Öffnen. Da war drin ein BMG 50 Gewehr. Alter. Alter. Das beste Scharfschützengewehr im ganzen Spiel. Ach was, da freut sich aber der Barry. Nee, das ist nicht. Der Colt. Aber nein. Wir haben keinen einzigen Schuss dafür. Also die nehmen wir erstmal, die kannst du ja tragen. Das ist verdammt schwer zu finden, das Ding normalerweise. Also das war jetzt eine Nummer, dass wir das so gefunden haben. Und das war aber auch ein astreiner Kampf, gell? Muss man auch sagen. War schön. Zwei kleine Verletzungen hatten wir erlitten, ja, aber wir haben noch das hier, merke ich gerade. Aber das ist zu schade für die Rüstung, wo wir haben. Außer MD, aber MD hat schon seine upgraded. MD hat. Du musst mal deine Kleine auch mal schützen hier. Der Rest machen wir schon irgendwie. Zack. Igo bräuchte irgendwo noch eine bessere Panzerung. Okay, ja, ja Igo, also, genau. Also wir tun erstmal das Xen. Was hat der noch? Ne, das ist das gleiche. Okay, wir gehen in den Sektorversteck rein und überlegen wir uns, wie wir das Ganze tragen. Ich habe kaum noch Platz, das müsste also einer von dir tragen. Die MP5, das würde ich allerdings gern der Kleinen geben, weil die hat immer noch diese schrottige MP40. Ich weiß, ich hab's gesehen. So, gehen wir mal auf Sektorversteck. So, du nimmst jetzt das. Das muss noch repariert werden, ist mir auch klar. 9700 beim Colt sieht alles gut aus. Hose technisch auch, alles sieht wunderbar. Was haben wir hier? Wow, das ist aber ein Ding. Der Kleine, da hat auch alles gut. Und die Bunz kriegt jetzt kleinen Scharfschützengewehr, aber wir haben keine Munition, hast du gesagt, gell? Wir haben keinen einzigen Schuss dafür, jemand muss es halt erst mal tragen. Wen lasse ich es tragen? Am besten sich selber? Ja, das ist 50 BMG, die müssen wir erstmal, das ist MD. Bunz ist weiter unten, aber der kann es auch tragen. Bunz ist das. Bunz, da ist Bunz, die hat ja nichts. Hat die Kraft noch, das zu tragen? Ja, ja, solange das, Filter da ist. Ja. Ja. Jetzt müssen wir nur noch die zwei kleinen Verletzungen handhaben.
Was anderes haben wir jetzt nicht gekriegt? Das ist besser als du glaubst. Achso, warte mal. Ja, nee, ich beschwer mich nicht. Also, Scharfschützengewehr, einer der besten. 2 Kilometer mache ich jetzt platt. Was ist denn? Ich repariere wieder alles, was wir haben. Du heilst alles, du reparierst alles. Ich schau nur zu. Ah, ich guck nur zu. Nein, Barry, Verletzung genesen. Das war jetzt die Diamante und wir haben den. Wir haben die Waffenlieferung abgefangen, das ist wie gesagt neu. Normalerweise würden wir jetzt in Sektor F8 gehen und dort ein Feuer legen, um diesen Außenposten komplett zu schwächen. Du siehst, die ganzen Schilder sind weg. Das letzte Schild hat er noch. Und wir können in E6, E7 oder E8 ein Ablenkungsmanöver starten. E8 ist hier oben allerdings. Das heißt hier, hier oder hier. Dort müssten wir ein Lagerfeuer legen. Und dann kommen ein paar Typen, die müssen wir abknallen und danach wäre dieser Außenposten dran. Also das heißt, nachdem die alle da platt gemacht sind, kommt der da dran. Die Garnison da unten. Das wäre jetzt hierhin quasi gehen. Dort ein Ablegungsmanöver starten. Und dann ist der komplett geschwächt. Bist du noch fit überhaupt? Oh, ich guess we should keep moving. Ja? 1 Uhr, aber ich... Ich frag dich nicht. Ich bin fit. Ich will eigentlich hier oben hin. Ich sag dir auch gleich warum. In C5 ist ein wilderer Lager. In diesem wilderer Lager müssen wir ein paar Legionstruppen platt machen. Dort gibt's solche Werkbänke, wo man Sachen kaufen kann. Oh, eine Sache davon ist ein Droganov. Das ist ein Scharfschützengewehr, das Warschauer Pakt Munition verbraucht und es kommt bereits ausgerüstet mit der besten Optik. Das hat nämlich das Thermalzielfernrohr drauf. Ah, okay. Und es verbraucht Munition, die wir haben. Und das ist bei C5. Dort gibt es auch Munition zu kaufen. Hier, in dem Feld, C7, gibt es 50 BMG Munition zu kaufen. C5. Wenn wir das befreien. D. Ganz oben. Da wo die Minenzeichen ist. Da die Werkstattschraubenschlüssel da ist. C7. Und nebendran 2 Stück ist C5. Das sind 2 interessante Sektoren, aber das da ist übrigens eine Stadt, die heißt Pantagurel. Die spielt eine große Rolle. Hier. Die 2 Sektoren sind eine Stadt. Hier ist auch noch ein Ding. Also das alles müssen wir im Prinzip noch befreien hier, ja. Was ist Ding bei dir? Nochmal Gegner. Ja, hier sind überall Gegner, aber nur Legionstruppen. Hier ist ein Flüchtlingslager. Da müssen wir auch noch hin. Flüchtlingslager. Hier. Diese Anker. Ja, da ist noch ein Hafen. Da müssen wir auch noch hin und zwar rechtzeitig, weil mit dem Flüchtlingslager passiert noch etwas ganz Bestimmtes im Laufe des Spiels. Das wirst du dann noch sehen. Aber Spoiler nicht, genau. Das da oben ist eine interessante Mine. Da gibt es auch ein sehr gutes Scharfschützengewehr. Allerdings ist der Kampf ziemlich schwer, finde ich. Wir müssen demnächst irgendwann. Wir haben jetzt die Diamanten erobert, das heißt, wir sind wieder im Reinen. Wir haben jetzt keine Eile mit einer zweiten Mine. Okay. Aber wir haben Eile, diese Stadt hier zu befreien. Wir brauchen den Außenposten hier. Deswegen gehen wir hier jetzt auch in die Taktikansicht, legen dieses Feuer da. Dann erledigen wir ein paar Typen, greifen den Außenposten an und bilden in dem Außenposten Miliz aus. In dem Außenposten gibt es auch einen Söldner, den wir für Unge bekommen können. Der wird allerdings seinen eigenen Trupp stellen müssen, erstmal, weil wir nur 6 Stück pro Trupp haben dürfen. Warte mal, jetzt bevor du losgehst. Da gibt's Hygienen. Genau, ich wollte mir eigentlich noch was zu trinken holen. Ja, dann machen wir. Genau, das machen wir jetzt. Verbergen. Ich hol mir schnell was zu trinken, bin gleich da. Einmal Kühlschrankbewegung. Sorry Leute, aber bin wieder da. Es ist
ja auch nicht gerade kühl heute. So, wir gehen halt gezielt und langsam vor. Ich habe nur einen, der im Moment eine kampfstarke Waffe hat, das ist Igor. Barry hat ja nur seinen tollen Revolver. Ich mach noch schnell was, warte mal kurz. Ich muss gerade meine Pfeife auffüllen. Traum, da ist es. Zack, ist auch aufgefüllt, sorry. Flasche zu. Now that we have some extra time, I can finally teach everyone how to properly fold their arms. Ja, da oben sind Hyänen. Die müssen wir jetzt alle erledigen und dann können wir hier eine Operation starten, wenn wir den Sektor leer geräumt haben. Hier ist auch noch ein Rucksack, den man plündern kann. Und dann können wir hier eine Operation starten, Ableckung starten, dann kommen Typen. Die müssen wir dann auch erledigen. So, es wäre jetzt cool eigentlich, wenn wir alle in Feuerschutz gehen, bis auf Bunz. Und die Bunz guckt, dass die irgendwie ein Feuerfeld auf diese scheiß Hyänen kriegt. Igor kann Schrotflinte. Und dann locken wir die in diese ganze Feuerschutzzone. Ja, Colt ist vielleicht auch nicht feuerschutzgeeignet. Colt und Bunz sollten eigentlich frei bleiben, um nachzuschießen, aber MD. Naja, okay oder so. Warum macht er das jetzt nicht schon wieder? Jetzt hat er schon wieder gemacht. Ja, ich hab's gesehen. Okay, ist aber so. Ist aber gar nicht mal schlecht, weil die werden da lang rumkommen, wenn jetzt Bunz sich auch dort platziert, um zu schießen. Dann werden die nämlich genau dort lang rum. Und die Bunz. Ich sollte sich dann sowieso platzieren, dass die Hyänen zu ihr rennen. Das heißt durch die ganzen Feuerschutzzonen und nicht unbedingt irgendwo seitlich außerhalb, dass die Hyänen an der ganzen Feuerschutzzone vorbeirennen. Bevor du jetzt versuchst, irgendwo rechts zu platzieren. Looking for stealth kill position. Was ist denn jetzt los? Bunz, warum kann ich nicht mehr anklicken? Was ist denn los? Du musst mal nachladen, ne? Ah, Mann, sag's doch gleich, ne? Wie... Ja, da musst du doch mal hingucken. Oh, und wir haben noch drei Schuss, Alter. Okay, dann okay, wir brauchen dringend NATO-Munition. Sauber. Ja, wir machen eine kleine Planänderung gleich. Ja, super Schuss. Ja, das war ja mal super. Der hier ist aber ganz schön schlau. Ja, weil ne, wir müssen einfach nur bereit drücken, keine Art mehr Aktion. Der Stein. Wer schießt denn da? Ach, das ist Ding, MD mit seinem MP5, die Hühner haut ab, super. Jetzt haut die ab. Okay. Und wir sind immer noch im Kampf, ne? Stimmt's? Ja, ja. Wir legen wieder Feuerschutz. Also zumindest die Typen, die billige Munition haben, von der wir genug haben. Die anderen nicht. Also jeder, wo NATO-Munition hat, hält jetzt mal die Balle flach. MD macht noch eine Feuerschutzzone. Michael hier. Und bereit drücken. Kommt, vielleicht kommt sie zurück. I mean, bad guys, of course. Just the bad guys. Eben die hat, glaube ich, zu viel Reichweite für seine Fähigkeiten jetzt mit der aufgerüsteten MP5. Barry. Oh, eben habe ich gedacht, überlegt, dass ich der Spiegel. Oh, bis wo kommt der denn? MD present. Lustig, hey, MD. Barry. Triff. Hat's überlebt. Ich weiß es nicht. Barry, triff nochmal.
Oh Gott! Er hat's geschafft, so far, so ohne Scheiße. Aber keine Blutung, glaube ich, oder? Doch, nur verletzt. Ah, jetzt. Ich muss mal heilen. Soll er sich selber heilen? Ärgerlich. Was ist jetzt denn? Kuckuck. Kuckuck. Oh, mehr Hyänen. Die Hyänen sind schlauer wie Menschen, ey. Aufpassen. Wir gehen mal in Schleichmodus. What do you want? Gute Idee. Monica Sondergaard here. Quiet and efficient. Ich mach doch jetzt nicht lange. I will try to remain hidden. Beweg jetzt dein Arsch, Lifewire, mein Gott, Walter. Quiet. Der Blick in dir gefällt mir nicht. Und die krabbelt immer noch. So. Come on, undetectable. Undetectable. Hast du alle schon platziert? Ja, ich habe Feuerschutz platziert. MD sollte noch einen platzieren mit seiner MP5, vielleicht mit verkürzter Reichweite, damit er auch mal trifft. One sneaks up on the enemy line. Eins, zwei, drei. Trying to be quiet. Ich hoffe ja, dass sie zum Igor rennen mit seiner Schrotflinte, das würde die eigentlich ziemlich gut niedermachen. What? Du könntest auch das Sturmgewehr von Ding entladen, das er gerade ausgerüstet hat. Da ist nämlich auch NATO-Munition drin und dann hast du wieder Schuss für die zwei Scharfschützengewehre. Rechtsklick aufs Gewehr. Rechtsklick. Dankeschön. Jetzt nochmal Rechtsklick aufs Gewehr. Auf das M14. Entladen. Da ist es. Und jetzt haben wir wieder Munition, NATO-Munition. Weil Dauerfeuer mit NATO können wir uns im Moment nicht erlauben. Okay, das heißt. Gewechselt. Einer muss schießen. Lass mal nachladen, lade dich zuerst nach. Jetzt. Auf geht's, jetzt ist die Feuerlinie. Treffer, gut. Und kommen sie? Wir müssen jetzt auf bereit drücken, dann kommen sie. 5 Points hätte ich noch. Kannst du einen pinnen, wenn du willst, aber. Nee, geht gar nicht. Doch, würde gehen. Ja. Fertig, ne? Ja, bereit. Bereit. Okay, das war ein Treffer. Ach, das war ein Treffer. Und das war ein Treffer. Nein. Das hat Barry mit der Revolver vorbeigerutzt. Jetzt trifft er, der Schrotflinte. Ja, das ist eine Blutung. Allerdings wird er wahrscheinlich eventuell gebissen. Oh, Barry hat getroffen. So. Getroffen. Ja, das ist mit der Schrotflinte nochmal. Das war live vorher. Barry. Treffer. Igor. Ach, das gibt's nicht. Das funktioniert jetzt auch nicht. Ja. Warum nicht? Drück doch einfach Escape. Ja, guten Tag. Mhm. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Escape gedrückt.
heading out. I was never good at hide and seek. So it's not my escape. Will not. Hast du den Fokus außerhalb vom Spiel aus versehen irgendwie? Nee, der ist doch alles hier. Was ist denn das? Nein. Ich sehe, dass du bei Jacket bist. Let's go, yeah? Alles funktioniert. Was war denn das? Of course. Ja, genau. Mehr Spieler. Angekommen und. Ist auch mein Tastatur kaputt oder was? Ja, Start. Gemacht. So, jetzt müssen wir diese kleine Verletzung von dem Diaber heilen. Ja, selber. Geht das, ja? Ja, jetzt in Ding. Operationen. Hier kann man dann die Ablenkung, aber zuerst müssen wir Verletzungen behandeln. Dann nehmen wir alle. MD, heil dich. Und jemand hier, die zwei Colt, kann dann die Ablenkung starten. Let's go. Und los geht's. Done. That was kind of easy. God damn it, assholes. So. You set the fucking place on fire again. Joseph, how many times have I told you to be careful where you smoke your shit? I don't need your excuses. Just take some of your fuckers and go check it out. So, jetzt kommt ein kleiner Angriff auf das, wo wir sind. Dann lassen wir mal die Zeit vorlaufen. Sollen wir was reparieren dabei? Können wir was reparieren? So. Viel haben wir ja nicht. Aber... Munition. Munition reparieren? Herstellen? Das geht nur an Werkzeug. Ja. Nur an Werkbänken. Hier ist logischerweise keine. So, wir haben alles okay. Repariert. Wir lassen die Typen jetzt kommen und erledigen sie. Kämpfen. Das ist fast wie James Bond gewesen. Starten. So, die kommen von hier oben, wo das Ausrufezeichen ist, und wir müssen hier jetzt auf irgendwie Positionen beziehen. Wir haben mehrere Steine und Bäume und Deckung. Ich werde allerdings Igor hier etwas frontseitig platzieren. So, genauso wie Barry. Livewire. Die kann hier hingehen. So geht gar nicht. Du kannst die einzelnen Typen dann auch platzieren, ne? Ja, ja schon. Naja, na, da musst du dann, nachdem es begonnen hat, rüberrennen. Ready. Ja. Einsatz. Wait. Isn't that an enemy over there? Gleichen. What? Die kommen an die Schwanzbacken, die sehen auf irgendjemand. Barry. Barry, schmeiß dich auf den Boden. Igor. Scheiße, die haben Igor entdeckt. Enemy spotted! Sind drei Stück. Nun sagt das nicht. What laut. Next? So, jetzt pass mal Obacht. Da ist ein Scharfschütze dabei. Yes? Willst du bewegen oder soll ich?
Und ich habe noch meine Position nicht. Ich kann. Dann beweg du erstmal und nimm deine Position ein. MD present. Yes? Nämlich trotzdem. Jetzt geht's. Vorhin, wo ich gedrückt habe, hat er dann die Zielrichtung gemacht. Acknowledged. In my sight. What next? Cover me. Du könntest ihn verletzen. Oh, nur Kopf frei. Komisch, gell? Meint ich ziemlich, ja. Tja, ich bin, was ist denn da im Weg? Naja gut, die sind auf so einem Hupe vielleicht deswegen. Ready to do stuff. Was war das? Ich habe eben Punkt gekriegt sogar. Soll ich ballern? Scharfschütze ist gedebufft bis zum Anschlag. Unterdrückt und ungenau. Was macht MD eigentlich? Er zieht live vorher mit seiner Waffe genau an den Kopf. Ich will, du triffst nicht, Mädchen. Ja. Wenn du da triffst, nicht ärgern. Bereit. Bereit. Oh oh. Life boy hat mir. Jesus, wo rennt denn da hin, Langer? Selber schuld. Selber schuld. Yes? So, Igor kriegt jetzt seine Rache.
Mach, Igor. Da hast du den linken Bein weggeschossen. Red Area clear. Wir haben einen Abflug gemacht. Going undercover. Keine Feinde mehr da. Rohrbomben! Ich muss so leveln gleich, glaub ich. Wo? Die haben so komische Buffs drauf, was ist nee, das? Nee, das ist nur, dass die schleichen. So, jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Wir haben jetzt komplette Schwächung von diesem Außenposten gemacht. Da hat allerdings ein Angriffstrupp aufgestellt, der auch bald irgendwo hingehen wird. Wir können jetzt entweder drauf pfeifen und dann halt seinen Angriffstrupp losschicken lassen und nach oben gehen. Mhm. Was ich fast schon vorschlagen würde, damit wir hier ankommen. Und hier. Mhm. Müssen wir das hier erledigen. Ansonsten. Ja, und die Stadt müssen wir dann auch noch frei machen, aber das machen wir dann noch. Ja, machen wir jetzt erstmal eins noch und dann machen wir Ende mal. Ja, dann würde ich aber sagen, wenn wir das machen, können wir auch den Außenposten angreifen. Dann haben wir es. Was du meinst? Ja. Dann mach. Müssen wir mal was reparieren machen, zeitmäßig? Nö, nö, gar nicht. Wir nehmen es nicht. Munition, also gar nichts, ja. Does anyone know any good traveling songs? No? Why is everyone looking at me like that? So, wir haben einen Raketenträger, einen Sanitäter, einen Schütze als Verteidiger und einen Schlechter, zwei Grenadiere und zwei Marodeure, die eigentlich. Ne, das sind. Ja, genau. Das ist. Die Garnison kämpfen. Gemacht. So. Die sind in dem Außenposten. Zwei sind hier oben vor uns, wenn wir die leise erledigen würden. Ansonsten. Für Scharfschützer gibt es oben natürlich einige Plätzchen. What next? Und du? Ich überlege gerade, ich habe keine Scharfschützen. Live war ja ich mal wieder müde, du. Ja, die will wieder einen Urlaub machen hier. Ja, keine Ahnung. Zu Hause. Okay, Einsatz. Einsatz, gut. Ah, fuck off, schließen. Gleich hoch. What do you want? Gleich H. Becoming undetectable. Jetzt sind sie alle unten, ne? Ja, jetzt sind sie wieder runter, okay. Dann ist es aber, dann ist es halt so. Dann. Der Larry! Der Larry kann man rekrutieren. Quiet. Die zwei Scharfschützen sollten sich irgendwo oben platzieren. Hab ich mir auch erst gedacht. Ja, doch, das machen wir schon so, weil. Bist du sicher, dass die rauskommen? Ja. Ich weiß nicht. Kleppmasse, ich mach das immer so. Looking for stealth kill position. Observe. When sneaks up on the enemy like so. Ich hab leider keinen hier, der pullen könnte. Keiner hat die Reichweite. Yes? Moving. I was never good at hide and seek.
What? Okay. Trying to be quiet. Das wäre ein geiler Punkt für den Scharfschützer. Naja, okay. Dann nehmen wir ihn halt ein. Noch können wir uns frei bewegen. Ja, damit könnte ich mal mit Colt hingehen. Mal gucken, ob ich ihn ranvisieren kann. Problem ist, wenn du ihn von dort anvisierst, rennen sie halt nicht unbedingt zu mir. In den Nahkampf. Ich sehe sowieso keinen, also. Außer der Larry. Die könnten hier rumkommen, okay. Das wäre nicht schön. Ups, das war der falsche, den ich anvisiert hatte. Moving. I will try to remain hidden. Trying to be quiet. Oh, das ist jetzt nix. Was? Ich hab... Void, hier vorne, ich mein, Colt, Void. Wer bist du, Igor? Hm. Okay, wenn das so ist, gefällt mir das hier schon viel besser. Quietly? Like this? Observe. One sneaks up on the enemy like so. Nee, das macht überhaupt keinen Sinn. Quiet and efficient. Wo ist sie denn? Oh, die hat einen anderen Weg genommen. Okay. Observe. One sneaks up on the enemy like so. Looking for stealth kill position. Enemies! Der Barry, da ist Igor, da ist Colt und da ist unser Heiler. Stimmt's? Wo ist die Kleine? Hier hinten. Hier? Ja. Live, ja. Hm. Ich hab die Eingänge so gut es geht halt. MD könnte vielleicht eventuell noch irgendeine Feuerschutzzone sitzen, aber ich wüsste es nicht wo. Schon, wenn... Da ist eine Explosion aber, ne? I will try to remain hidden. Yes? Kommt er vor? Eventuell wirst du eine anballern müssen. Moving. Du darfst nur nicht dort stehen bleiben, wo du jetzt bist, nach dem Schuss. Aber wir sehen jetzt den Grenadier-Raketenschmeißer da.
Ja, wenn du ihn erledigst, ist okay, aber danach musst du noch einen Punkt haben, um dich wieder wegzugehen. Das. Wie viele Punkte hab ich? Achso, ja, siehst du nicht, weil wir außerhalb des Kampfes sind. Aber 7 AP, da hast du noch Punkte über. Das war ein Armschlag. Hallo, warum lädst du nicht wieder? Colt hat noch 4 Points. Ich bin da weg. Jetzt hat er es mir angezeigt, endlich. Ich habe nur keinen Feuerschutz mehr, gell? MD kann noch irgendwas machen. Auch Boni. Trying to be quiet. Got it. I'll shoot at anyone I see. I mean, bad guys, of course. Just the bad guys. Alles gestrichelt? Jetzt hier nicht. Was? Die Straße kann sie wieder sehen. Okay. Oh, bereit. Bereit. Eigentlich wissen die gar nicht, was passiert ist, ne? Nicht so genau, aber ready. Deswegen. Okay. Okay. Wieder einen Augenblick warten, bis es alles lädt. Looking for stealth kill position. Jetzt bewegt sich alles wieder. Wo ist denn der gefährliche? Der Koch. Der Koch ist wieder ein Nebenzer. Und dann haben wir einen Grenadier dahinter. Aber du sagst, der Schrottflinte ist der Marodeur, ne? Ne, Marodeur hat eine AK. Dann mit der Granate, aber. This will be trivial. Das liegt. Gut. Was ist das? Ein Sanitär, alles klar. Da gibt's keine Frage, wenn ich den krieg. Good ambush position. Grenadier. Denk dran, mit den Pinnen gibst du deine Deckung auf, also deine Verdecktheit, deine Unsichtbarkeit sozusagen. Okay. Dann ist Perrin, du bist dran. So, Barry. Oh, ich wollte da hinten. Wir haben auf jeden Fall so einen Messertypen. Der wird gerannt kommen. Zumindest bald. Ja. Ja. Weil Barry wird seine Verstecktheit sozusagen aufgeben. Und? Ein 16er Fall da.
wieder Doppel 18. Doppel 8. Dreifach 5. Wo ist der Checkpoint? Wo ist der Senderbull? Hast du geschossen? Soll ich? Ich habe jetzt noch mit Live-Feuer einen Feuerschutz platziert. Und der hitscht noch übrig den Igor. Igor, ja, da hat eine Schrotflinte, die braucht er ein bisschen näher. So, dann würde ich sagen. Yes? Das ist halt, das ist nicht ein Blickwinkel. Das ist ja schon fast ein Kopftreffer weit. Und auf Wiedersehen. Er hat noch 4, ich könnte noch mich verschanzen. Warte noch, bevor du das tust. Ich überlege gerade, was ich mit Igor mache. Die wissen jetzt, wo Barry ist, definitiv. Ja, die wissen aber nicht, wo die Scharfschützen sind. Nein. Das heißt allerdings, wenn sie zum Barry gerannt kommen, könnte ich hier mit Igor ein bisschen Deckung geben. So, okay. Hast du? Mhm. Gut, jetzt kommt natürlich ein Arzt dran. Ja, der wird nicht viel machen können, außer Deckung geben. Hat ja so eine Deckung da. Ja, ich meine Feuerschutz. Warte mal, wie sieht's aus ohne? Ohne geht nicht. Und wie wär's? Ich drück jetzt hier drauf, ja. Oder wenn ich abbrechen mach, brecht ab, hast du gesagt, ne? Ja. Aber ich. Ja, ja. Das ist vielleicht wäre doch die Seite hier besser. Hätte er denn noch Schutz? Anscheinend nicht. Doch. Hat er. Ja, aber nur von der Seite. Nicht von vorne. Aber wenn er hier ist. Ja, auch nur von der Seite, logischerweise. Wieso sollst du 3P? I will try to remain hidden. 3P, was ist das da hin? Dings. 3P, das kostet mich 6. Ich hätte nur noch 6. Für die Runde ja, nächste Runde tue ich mich runter. Becoming undetectable. So, jetzt habe ich noch die. Also da bin ich schon. Ihr könnt anvisieren, Wollomar. Colt hat 4 Punkte. Da könnt ja, aber die wissen noch nicht, wo da ist. Ich würde ihn jetzt nicht unbedingt aufdecken. Auch mit dem Schutz nicht. Hm, das geht. Taking cover. So, das war's. Mal auseinander, bereit. Dann mach. When foreigners supposed to be bad at shooting? The major said we are 10 times better. Scheiße, Igor hat sich die Sekunde geschossen. Scheiße, der Schutz hätte sein müssen. Und dann könnte er bei mir reinlaufen. Oh, da hat getroffen. Oh, jetzt kommt er rein. Scheiße, Überwachung fehlgeschlagen. Warum? Keine Ahnung, irgendwo stand im Weg. Okay, aber wer? So, das Problem ist, wenn ich so schieße, schieße ich Barry seinen Schuss auch weg. Glaube ich zumindest. Was kannst du so anrichten, ist die Frage jetzt. Ich kann mit Colt und Bonnie was anrichten. Ich könnte jetzt mit allen drei was anrichten. Ich könnte eine Salve 9mm mit Livewire reinschießen. Ich glaube, damit fangen wir auch an. Wo ist eine Messerfritze? Dann schieben wir sie euch gerade an. Gut. Gut, das war Livewires Aktion. Das war gut mal. Die hat ja jemand zum Fluchen gebracht mal. Super. Barry hat gerade ein dringendes Bedürfnis, von hier wegzugehen. Warte mal, bevor du weggehst.
That was a fluke. Nee. Du bist Hanne Bambeltier. Okay, warte, bevor du dein Bedürfnis ganz... Ich hab schon gestillt mein Bedürfnis. Wie? Ich bin mit Barry dort weggegangen. Ich lieber mit dem Igor weg. Igor steht verdammt gut. Da wird es nämlich mit der Schrotflinte hier, falls du nichts anderes machst, mal beide treffen. Dann mache erst Igor seine Aktion. Keep pressing. Well done. Und jetzt könnte Barry den hier erledigen. Okay, mach das. Good job. I see you are capable of learning. Barry schmeißt sich auf den Boden. Was hast du denn jetzt gemacht? Ich glaube, ich weiß, warum die nicht so gut getroffen hat. Aber das reicht mir eigentlich für den Winkel. Easy shot on an unsuspecting target. A silent. Und der Sanitäter sagt auf Wiedersehen. Genau. Und keiner weiß immer noch, wo die Kleine hockt. Der hat schon wieder 5 übrig. Die haben allerdings jetzt logischerweise Cold entdeckt, ne? Ja, Cold. Beigeschossen hat. Cold ist in deinem Schutz, das total bescheuert ist, habe ich gesehen. Ja, aber. Er macht trotzdem. Fette Schutz. Und. Du? Zeig mal her, wo könntest das du denn hingehen? Das steht nicht gut im Moment, finde ich. Der könnte, sollte zu Barry vorgehen und sich eventuell hinschmeißen erstmal. Dass die Vorrenner nicht mehr schießen. Ja, da steht er ohne Deckung. Wir haben noch einen AK-Schützen und einen MG-Schützen. Je nachdem, was der MG-Schütze macht, ändert sich die gesamte Taktik natürlich. Wenn der MG-Schütze vorrennt und sein MG in Anschlag bringt, dann muss Bunz ihn erledigen irgendwie. Wenn er aber vorrennt und nur aus der Hüfte rumballert in der Luft rum und wahrscheinlich nichts trifft, ist er Futter. Der AK-Mann wird aus der Entfernung wahrscheinlich nicht viel treffen. Quietly? Like this? Got it. I'll shoot at anyone I see. I mean, bad guys, of course. Just the bad guys. Bereit. Der MG-Schütze rennt und macht gar nichts. Okay, das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Wir sind weit genug noch entfernt. Jetzt ist die Frage, ist er einigermaßen in Boons Feuerlinie? Gerne. Becoming undetectable. Ja, ist er. Und die ist immer noch versteckt, das heißt, die kriegt einen Kill-Bonus. This will be trivial. Ist allerdings ein Kopfschuss mal wieder, aber es sollte sowieso sein. Was haben wir dahinter noch? Den einen kleinen Marodeur. Ich habe nichts, wo dann auch nur ansatzweise treffen könnte. Also. Ready. Going right now.
will try to remain hidden. Trying to be quiet. Quiet and efficient. Barry. So, Barry, du alte Brunsbacke. Was machst du? Ist da Deckung? Da ist Deckung. Ja, ich weiß, dass er da ist. Hey, krieg ich das fast getroffen? Nicht? Okay. Live Wire. Du kannst natürlich gar nichts machen. Igor, wechsle deine Waffe. Krabbel aus der Deckung raus. Und bring sie in Anschlag. Alles klar, bereit. Vor der Legion! Och, das ist eine Nervensäge. Bist du da oder bist du AFK? AFK. Ja, du bist dran. Ist jemand gestorben, verletzt worden? Nein, nein, du musst einfach nur noch den letzten Marodeur mit Buns erledigen. Wo ist denn der hin? Da unten? Mhm. Ja, bist du sicher? Ja, die sieht ihn nicht, verdammte Scheiße. Na, lass mal kurz. Mal observe. When sneaks up on the enemy like so. Ich seh ihn jetzt. Doch, die sieht ihn. Good ambush position. Jetzt muss ich aber so machen, ne? My ammo is getting low. Das war's. Low on ammunition. Jo. We're going, right? I will lead. Pass auf, nicht dort zum Lowry rennen. We're moving. Oh, das ist ein Schreck, weil da sind laufen Minen. Ist der Lowry da? Nee. Sure, we'll get there. Du meinst unten zu Lowry, ne? Ja. Ich will noch ein paar Pflanzen sammeln. Falls wir doch hier Heilung brauchen. We're moving. Okay, ich komm zu. Heading out. Let's move. Hast du hier alles schon angetigert, ja? Sure. Ich suche gerade das gesamte Lager. Angriff mit Boons. Oh, was ist denn das? Alles Explosionsscheiße. Nur eine Sache kann man hier aufheben, aber da komme ich nicht rein. Let's go. Willst du das order aufheben accepted. Oder hast du schon? Was soll ich aufheben? In dem Zelt, da ist irgendeine Hand. Oh ja, da muss man ein bisschen aufpassen. Warte mal. Du hast ja deine Spezialisten dafür. Granaten. Ein Sprengstoffbuch für Barry.
Gut, ich würde sagen, jetzt machen wir mal einen Cut. We're going, right? Hier kann man sich hinstellen. Understood. We got this. Ich habe noch eine MP5 gefunden. Ja, das können wir dann gucken, wie wir es machen. So, jo. Jo. Dann würde ich sagen, machen wir einen Safe. Oh ja. 4 Stunden auf jeden Fall. Jo, liebe Leute von heute, das war jetzt wirklich eine saugeile Runde. War taktisch und überlegt zusammen, haben wir gut funktioniert. Im Gegensatz zu am Anfang in der Stadt. Genau, aber da hatte ich aber auch voll gesehen, da ist, ne, aber egal. Jo, ist aber so. Ja, dann sag ich mal, hier war Jagged Alliance und wir werden weiterspielen und hoffen auf eure Besuche. Bis dann. Servus.